Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu diesem Livestream bzw. einem Video. Je nachdem, ob ich das als Video freischalte oder nicht. Wenn ja, schreibt jetzt in die Kommentare Bananenaffe 12. Und ich zocke jetzt mit Omid, aka Hi, Benescope. Und ich bin wieder mal Anton, Leute. Also, das habt ihr im letzten Stream schon gesehen. So. Oh, Baby. Ich hab so ein. Ey, Digga, wir haben noch locker die schlimmsten. Wahrscheinlich sind die Lobbys noch schlimmer mit den Accounts, Alter. Scheiße. Also Real, deswegen passt das schon. Ja, normal, Digga. Wir sind so wahre. Also, pass mal auf, Digga. Lass mal ein bisschen einspielen, würde ich sagen, oder? Team Deathmatch. So, Leute, ja, herzlich willkommen. So, ich werde auf jeden Fall jetzt mal den Stream. Jetzt schreiben schon Leute in den Chat Bananenaffe 12. Das ist nur, wenn es ein Video ist, Leute. So, ich poste jetzt mal bei Twitter, dass ich streame am anderen Mittag. Marcel, ich glaube, du musst bei den übelst geilen Accounts noch mal Team Deathmatch suchen. Wir können hier einfach Herrschaft suchen. Meinst du? Nein, nein. Was hast du für eine KD? Keine Ahnung, ich schau mal ganz kurz. Ich habe eine 1,56. Ja, ich habe 1,3er. Ja, okay. Ja, gut, dann such du doch. Ja, wieso? Hab ich doch auch. Ja, aber du hast mich jetzt rausgekickt. Nein, ich bin in der Lobby gejoint, Digga. Ich bin im Loadscreen, ja. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Ich wurde absolut rausgeschmissen. So. Hallo an bereits 1000 Zuschauer. Falls ihr euch fragt, warum der Stream mein erstes Mal heißt, das werdet ihr gleich verstehen. So, was ich jetzt noch machen wollte, ist ein Facebook-Post. Am anderen Facebook. Okay, so. Ich werde aufzählen mit. Digga, allein die erste Lobby sieht schon so lecker aus, oh Gott. Ja, dann join mir gleich wieder einfach. Ich müsste jetzt gleich wieder in der Party sein. Ich bin jetzt wieder gejoint, einen Moment. Warte, nee, geht nicht. Das kann eigentlich noch gar nicht sein, Digga. So, ich mache jetzt noch einen Facebook-Post ready to go. Ich streame. Zack. Let's go. Bist jetzt schon raus, Marcel? Ja. Boah, schon fast 3000 Viewer. So, warte. So, Leute, ich werde unter Drogeneinfluss nämlich jetzt spielen. Und zwar habe ich mir Folgendes bestellt. Ich habe mir so viel bestellt. Und ich muss eigentlich mal im Stream vorbeischauen. So, Leute, ich habe mir ein Foto. Ich muss kurz sehen, dass es gerade überhaupt zu sehen ist. Ich werde zum ersten Mal auf G Fuel spielen. Ich habe mir hier so viel G Fuel bestellt. Das ist ein Zeug. Ich habe 4 Dosen, Alter. Das ist so. 4 Dosen? Ja, das ist quasi. Sag mir, was du alles da so bestellt hast, Marcel. Also soll ich vorlesen? Okay, warte. Ja, sag mal. Ich habe so viel bestellt, dass ich auch übelst viele Gratistüten bekommen habe. So, ich habe einmal bestellt, Leute: Kiwi Strawberry. Lemonade von Natured. Dann habe ich Pineapple. Und Pink Lemonade. So. Korrekt, Digga. Dann habe ich natürlich noch einen Shaker dazu bestellt, Leute. Weil wenn schon, denn schon. Falls ihr euch fragt, was G Fuel ist, ist es kein Partnership von mir. Ich habe das alles selber bezahlt und kriege auch keinen Cent. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. So. Hier ist mein Shaker. Weißt du, wie man das konsumiert? Wie viel man davon nimmt? Klar, du tust halt einen einzigen Scoop rein, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ich glaube auf 250 Milliliter. Blue Ice habe ich noch zum Test, dann habe ich noch Kokosnuss zum Test und, keine Ahnung, okay, so. Hast du überhaupt schon mal G-Fuel getrunken, Marcel, oder nicht? Einmal, hier steht der große G-Fuel-Turm neben mir gerade, das sieht so lustig aus, Alter. So, jetzt machen wir das folgendermaßen, ich habe mir nämlich schon eine Wasserflasche geholt, hier, so. So, was. Ich fange mit Lemonade an, weil ich Natured feiere und ich habe vorhin ein Video von ihm geschaut. Sieht aus wie Shisha-Tabak, ist es aber nicht. So, Leute, jetzt passt mal auf. So. Packen wir aus. What the fuck? Ich krieg ja schon Donations, warum höre ich denn das nicht? Ach, kacke. Ich habe die falsche Dingens, glaube ich. Warte mal, falsches Desktop-Audio-Gerät. Ja, Mann, warte. Ich glaube, es müsste jetzt wieder funktionieren, Leute. Ja, ich zocke gleich, entspannt euch. So, was wollte ich machen? Desktop-Audio-Gerät. Ja, müsste aber eigentlich stimmen. So, er hat schon 30 Euro gerade rausgehauen, Omid. Aber nur dafür, dass ich hier so existiere. So. Okay, ich lese ich gleich vor. So, ihr Leute, jetzt, so Omid, jetzt erklär mir das mal. Also, pass auf. Ich habe jetzt hier meine Dose. Mhm. Vor 4000 Zuschauern. So, das ging echt schnell mit 4000 Viewern, oder? So. Ja, heller schnell. So, jetzt. Okay, so. Jetzt habe ich das offen. Digga, ich bin ehrlich gesagt halt kein G-Fuel-Experte. Wie viel hast du denn da drin? So, also das Ding ist, du musst das eiskalt trinken. Scheiß auf eiskalt. Das macht das keinen Sinn. Glaub mir. Digga, Omi, sehe ich außer dich Zeit, das jetzt noch zu kühlen. So, ich lese einfach, was da drauf steht. Ah, jetzt geht hier auch der Donation-Sound bei mir. So, Leute, sorry, wir sind gleich gezockt. Erst wird jetzt hier das G-Fuel ausprobiert. So. Ich glaube, du musst tatsächlich doch mal den Stream bei dir anmachen.
So, jetzt gucken wir es mal an. Ein Scoop plus Shaken gleich Energy. Toll. Okay. Lol, ich bin halt auf YouTube Gaming, ne? Ja, ich weiß. Digga, das sieht aus wie so ein. Ich hab. Das sieht aus, als wäre ich ein verfickter Koksbaron, Digga. Okay, so, das ist jetzt ein Scoop, Leute. Der kommt jetzt hier rein. Bis wie hoch muss ich denn das Wasser jetzt auffüllen? Ist egal, ne? Das ist dann wie ich will. Naja, aber ich glaube, das ist ein Scoop auf 52 Milliliter. Ja, stimmt, ich glaube auch. Alter, sieht aus, hätte ich mir absolut Koks übers Bein gekippt. Kannst du mir folgende Frage beantworten, ey? Was ist bei YouTube Gaming eigentlich VIP? Weil hier steht VIP. Ja, man kann VIP-Chat machen, das habe ich aber noch nicht aktiviert, weil ich weiß nicht, Alter. Ich feiere das, glaube ich, nicht. So, jetzt gucken wir mal, wo 250 Milliliter sind. Und zwar hier oben. Normale Leute würden es natürlich mit Leitungswasser machen. Aber ich fülle natürlich hier Wasser rein. So ungefähr. Das soll einen irgendwie Fokus machen, Leute. Also vielleicht werde ich auch einfach im Stream heute ohnmächtig. Das wäre auch krass. Es wäre cool, wenn dann jemand irgendwie versuchen würde, einen Krankenwagen für mich zu rufen. Wobei natürlich niemand meine Adresse weiß, außer vielleicht Omid. Aber der hat sich wahrscheinlich... Obwohl, ne, der kann sich alles merken. Der weiß es wahrscheinlich noch für die nächsten 30 Jahre. Achso, ich hätte jetzt schon Angst, dass du irgendwas Falsches sagst. Aber das Ding ist, ich lese gerade, du sollst auf 500 Milliliter machen. Also auf einen halben Liter. Ja, aber so knallt's locker mehr, Digga. Ja, ja, klar, Digga. Aber du hättest natürlich auch einfach einen Shot trinken können. Einfach das Pulver essen, Digga. Jo, Marcel, hast du den Shaker wenigstens davor gewaschen, oder nicht? Ha, du bist ja lustig, Digga. Ernsthaft, oder was? Digga, es juckt mich doch nicht, ob ich den wasche, Amana. Fuck, Alter. Du bist so absolut Krebs bekommen, Digga. Pass auf. Oh, ich bin so focused! Wetten, du bekommst echt so absolut so Schaum vor dem Mund und so. Naja, man soll ja nicht so wie Energy sein, sondern man soll ja so eher so Tunnelblick, so wie Chaos Freak seinen Song, kleiner Freestyle. So. Marcel, ich bin nicht in der Lobby. Ach so, Lobby hast du gescheitert, dann komm nochmal rein. Ey, heute schon den ganzen Tag im BO3 dieser Fehler, ne? Ich kann nicht mit Leuten zocken, Alter. Echt nicht? Alter, Intro hat 3 Euro rausgehauen, schreibt, gibt es schon Neuigkeiten zu Zelos? Er ist natürlich jetzt auch wieder am Start. Keine Ahnung, Alter. Dann Toastbrot TV haut 30 Euro raus und schreibt, ich feier dich mega, du bist mein Vorbild, grüße mal Moritz Becker. Grüße an Moritz Becker. Und It's MXLC hat nochmal 20 Euro rausgehauen und schreibt, Jonas, hey, ich verfolge dich bereits seit 4 Jahren und ich finde es ist Zeit, dir für die Unterhaltung, die du mir bietest, ein wenig zurückzugeben. Oh, voll korrekt, Digga, dankeschön. So, warte, soll ich mal versuchen, dir zu joinen? Ja, kannst du machen. Wobei bei mir... Lass uns mal ganz kurz neu starten, weil bei mir, da geht hier gerade echt gar nichts, Alter. Ich komme nicht auf dieses Spiel klar, ne? Ja, keine Ahnung, was das soll, Alter. So seltsam manchmal. Gestern habe ich Abonnenten getroffen, die haben mir erzählt, dass sie mich seit 5 Jahren fast jetzt kennen. Ne? Der eine konnte mir sogar voll die Details sagen. Ich hab so lange mit ihm geredet beim Abo-Treffen. Alle mussten so lange warten, weil es war mir so wichtig, weißt du, ich wollte ihm was zurückgeben dafür. Ich habe so lange mit ihm geredet. 5 Jahre? Wie ist das möglich? Dann seit Mai 2017, also seit Mai 2012 ist er am Start, oder wie? Naja, seit halt ungefähr, also quasi... Voll nah nach dem Anfang, weißt du? Also natürlich 5 Jahre geht gar nicht, aber so 4,5 oder so. Also schon nice. So Leute, ich trinke jetzt hier, wie gesagt, G-Fuel, deswegen heißt das Stream mein erstes Mal. Weil ich das erste Mal. Ich habe einmal schon G-Fuel getrunken bei Nessips, weil ich, das war an dem Tag, es ist auch sogar in dem Vlog kommt es vor, an dem Josh seine Haare so flach waren. Ja, Digga. Ich weiß schon. Bei dem CWL-Vlog. Aber ich wollte dich mal was anderes fragen. Wie war eigentlich Wien und wann bist du eigentlich wieder nach Berlin dann gekommen? Gestern Abend. Also Freitag losgeflogen, gestern Abend wieder in Berlin gelandet. Okay. Wie war's? War eine nice Erfahrung. War natürlich sehr anstrengend, 2x2 Autogrammstunden. Weil es war halt wirklich so voll bei mir, der Stand, dass ich halt wirklich die 2 Stunden komplett durchziehen musste. Und es ist so viele, die da ihren Scuff unterschreiben lassen, ohne Scheiß. Ich weiß schon, welche Leute mich absolut zerstören in den Lobbys, Alter. Ich hab diese Leute... Ach ja, das wollte ich auch erzählen, Omid. Da war ein 8-Jähriger mit seiner Schwester. Und seine Schwester hat mir alles bestätigt. Der ist 8 Jahre, ist in Black Ops 3 in Prestige 7, hat schon Nuklearkiller. Der hat Nuklears gemacht mit 8. Digga, ich will nicht wissen, was er für ein Aim hat, Alter. In 10 Jahren muss er der beste Spieler sein, den es jemals gegeben hat. Der ist 8 Jahre alt und zeigt mir, dass er ein Level 7er Prestige hat, Alter. Hey, Digga, schon wieder, du bist schon wieder nicht bei mir drin. Ja, das ist so, Digga, das ist so bescheuert heute. Ich check's auch nicht. Versuch jetzt mal, mir zu joinen. Ey, Raphael Wynn hat mir gerade donatet, der war gestern auch in Wien am Start. Ich habe sein Bild sogar vorhin gesehen.
Boah, wir alle gerade die Donations raushauen, Digga. Was ist denn los hier? Okay, wir haben auch 5.500 Viewer, krass. Ja. So, Omi, wir müssen das irgendwie hinkriegen. So, warte. Soll ich versuchen, dir zu joinen? Ja, join mir. Ey, ich komme gerade drauf nicht klar, ne? Mit 8 Jahren, Alter. Wie kann das sein? Vor allem, ich meine, ich weiß ja, dass ich von solchen Leuten absolut in den Lobbys ja so geraped werde, weil die, Digga, weil der so gute Reflex hat wahrscheinlich. Ja, Digga, er hat Reflex, er sieht Sachen schon bevor sie passieren, Alter. Er ist so schnell, Alter. Er ist 8 Jahre und sieht absolut die Zukunft, Alter. Ey, Omid, ich krieg gerade so viele Donations, ich fass es nicht. Ich sag jetzt mal, wie viele Donations ich gerade bekommen habe. Das ist unglaublich. Also wir streamen jetzt seit, warte, ich guck jetzt genau nach. Ja, Julian, Marcel hat da gerade Doni gesagt. Hier ist gerade dieser Junge im Chat, also so halt Julian, der bei jedem einzelnen Streamer so halt Top-Donator ist. Ach so, du kannst auch gerne mal bei mir im Stream vorbeischauen, Bruder. Und ständig. Ey, Omid, ich glaube, ich bin der Einzige, der mir noch nie donated hat, ich schwöre. Ich habe schon 100 Euro bekommen, Omid, in 10 Minuten. Digga, was ist hier los, Leute? Noch mehr. Schau mir jetzt, Digga. Ja, ich versuch's. Je mehr G-Fuel ich trinke, desto mehr Donations kriege ich. Ich lese gleich vor, wenn wir eine Runde gezockt haben, weil ich kann ja nicht hier vor 500.000 Leuten in der Lobby chillen. Omid, das geht nicht. Ich kann nicht rein. Ich heul gleich. Irgendwas stimmt mit den Servern echt nicht, ne? Nein, das ist unglaublich, Digga. Man findet. Ah, jetzt oh bin mein ich Gott, drin. Du bist reingejoint. Jetzt werde ich mir so focused 4 Stunden lang einen Lobby-Screen anschauen mit dem G-Fuel. Hä? Wie ist er gerade reingekommen, Digga? Der Typ ist gerade so in unserer Lobby gespawnt. Raus mit dir. So. Kann man doch Player-Limit 18 haben. Was hat denn der Typ davor gehabt? Also ich hab den Shot so intus. So. Ich brauche eine Jacke, irgendwie ist mir kalt. Ach, ich habe keinen Bock, mein Zimmer zu verlassen. Alter, Leute, ihr dreht ja voll durch, Mann. Was ist denn los mit euch, ey? Okay, bist du auch irgendwo reingejoint? Nein, du oder was? Ja, ich bin in Faction gejoint, Digga. Hä, was? Ich bin nicht bei der Lobby drin. Ich check das nicht. Was ist los heute? Irgendwas stimmt hier gerade ganz und gar nicht, Alter. Ich hab Nat-Typ offen, ich hab alles, Digga. Und ich hab alles, Digga, wir können alles machen. Ja, du ich hab. Du auch noch bei mir drin. PlayStation neu starten. Was, Digga, wirklich? Ist das eine gute Idee? Du meinst so, wie wir es gerade 5-mal gemacht haben hintereinander? Ja, die App haben wir ja nur neu gestartet. Boah, er meint ja BO3 neu starten. Ach so, ja, hast wow. Du PlayStation neu? Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Wollen wir neu starten? Ja, ja okay, starten wir die Playsy neu, Alter. Da weiß jeder auch noch, wie der Abonnent mit Vor- und Nachnamen heißt, dessen Account ich gerade nehme, ohne ihn gefragt zu haben. Hey, ja, ich hab grad so ein korrektes Album, heilige Scheiße. Ein Album? Naja. Digga, die Leute rasten grad so aus. Die Rush Brothers lese ich mal als erstes vor, jetzt, weil es zu gestern passt. Hallo, wie hat's euch gestern gefallen? Gut. Waren echt froh, dich und Sonny getroffen zu haben. Ihr seid echt nett und haben uns euch genauso vorgestellt. Schade, dass man nur so kurze Zeit hatte, um mit euch zu reden. Hatten noch Fragen. Grüß Sonny von uns. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, ich habe ja sogar für euch mir noch viel mehr Zeit genommen als für die meisten. Ich habe mit euch ja noch länger geredet. Ihr müsst euch vorstellen, wie schnell die anderen durch mussten. Also mit den Rush Brothers habe ich ein bisschen geredet so. Hat auch Bock gemacht. Zwei korrekte Dudes. Sind auch YouTuber. Die haben über mein Too Easy Merch ein Video gemacht. So Leute, ich bin so on fire gerade, Alter. Ich bin so auf G-Fuel. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sowas bei mir überhaupt anschlägt. Denkst du, sowas ist überhaupt real oder ist es so übelst Placebo? Was? So G-Fuel. Nein. Das hat auf jeden Fall einen Effekt, weißt du mal. Puh. Julian schreibt erstmal, dass er den Doni-Link bei dir nicht findet. Ja, belastend. Bei mir? Ja. Ganz oben in der Beschreibung, wer Trinkgeld geben will, Doppelpunkt. Joni, du kannst ihn finden, los. Such ihn, Spaß. Okay, dann lese ich jetzt halt noch eine Donation vor, wo wir gerade Zeit haben. So, und zwar von SomoXUC. Hallo Marcel, du bist so lustig. Ich schaue deine Videos immer beim Einschlafen. Das ist so eine lustige Kombination. Lache, egal wie zum Beispiel, wie schlecht der Witz ist. Lache trotzdem darüber. Bleib einfach, wie du bist. Ja, vielen, vielen Dank, Digga, für deine 3 Euro. Jura haut 4 Euro raus und schreibt, das war mein ganzes YouTube-Money. Ich gebe es dir, da ich es nicht will. Okay, dann muss dein Kanal absolut krank laufen zurzeit mit 4 Euro. Vielen Dank. Und Toastbrot TV haut einen Zehner raus und schreibt, wie alt bist du? Omid, kannst du die Frage für mich beantworten? Du bist 23 Jahre alt und bist im Dezember diesen Jahres 24. Genau, oder? Richtig. Also, okay, das ist korrekt. Ich will nichts Falsches sagen. Wer ist eigentlich bei uns der Älteste? In Impact, Massi vielleicht? Massi, ne? Und danach kommst du.
Ja, so in der Art könnte das schon sein. Dann kommt Sweezy, glaube ich, auch schon bald. Und zwar auf dem letzten Platz. Ob du wirklich was spenden sollst, ich weiß nicht, Julian, das ist deine Entscheidung. Wenn du meinst, dass Marcel verdient hat und du einen Euro über hast, klar, warum nicht? So, Der jeden selber überlassen. Umid streamt im Übrigen auch auf Twitch, also falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Na, danke dir. So, jetzt bitte, jetzt beten wir für eine Lobby, Alter. Da ist sie. Was? Boah, der Level 1000 hat so schnell gequittet, Alter. Er dachte, nein, gegen diese zwei will ich nicht spielen. Was wollen wir uns in Clan-Tag reinschreiben? Ja, Real passt doch. Passt schon, oder? Ich bin der Real Beniscope, Digga. Ja, ich bin der Real Anton. Nicotini 101, Alter. Ah, Digga, das Lied ohne Witz, Alter. Guck dir mal die Lobby-Scoreboard, das Lobby-Scoreboard an, das ist so lächerlich. Was? Guck dir einfach das Lobby-Scoreboard, die KDs an. Stehen wir gut, oder was? Ja, guck's dir an, Digga. LOL, was? Ja. Leute, ohne Witz, so eine Lobby würde ich noch nicht mal finden, wenn mein Impact-Account auf einmal absolute Heiler-Fähigkeiten hätte, Alter. Ich auch nicht. Die Lobby wird immer besser, Digga. Ich schwör, sie ist noch besser geworden. Die ganzen Leute mit einer 1er KD gehen raus und 05er Joint nach, so. Ey, scheiße. Ich spiele nichts außer COD, Leute, und ich glaube auch Marcel nicht. Wir spielen tatsächlich nichts außer COD, aber wir beide spielen halt im Moment auch nicht viel, so. Alter, krass, man, wir haben 6.500 Viewer und wir haben noch nicht eine Sekunde COD gespielt, Alter. Voll viele denken aus irgendeinem Grund, dass wir noch nebenbei noch richtig viel COD spielen würden, aber ich glaube bei uns tatsächlich ist es halt wirklich so, dass wir beide halt auch echt nur zocken, wenn wir gerade am Aufnehmen oder halt eben am Stream oder so sind, weißt du, sonst kommt das halt auch echt nicht vor. So. Wobei, ich habe neulich eine ganze Nacht mit Smoke, Steel und Anton MP3 gezockt neulich. Okay. Das hat übelst gebockt, Alter. So. Aber ein Typ hat natürlich die ganze Nacht nachgejoint, der nichts anderes zu tun hatte. Ein paar Leute fragen hier gerade noch, warum wir hier gerade überhaupt mit dem Account spielen, also von Subscribern und so. Ja. Das liegt daran, weil wir uns einfach mal ein bisschen gönnen wollen, Leute. Ja, weil die Impact-Accounts schlimmere Lobbys produzieren als Multiteam nachts um 3 Uhr in Spanien, Alter. Wo du nur gegen Razer Beast spielst, Digga. Wieder da? Da. Ist da hinten jemand gespawnt? Ich bin noch nicht mal warm gespielt. Ich bin so ein Typ, der spielt sich nicht warm, aber trinkt ein G-Fuel, weißt du? Ja. Komm, Marcel, raus hier. Richtig dumm, Alter. Digga, ich mach sowas von gleich mein Rollo runter. Ich kann mir das nicht geben, Digga. Dass hier das Licht sich dauernd changed, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab so einen Sniper-Hitmarker aufgegessen. Da ist jemand, Long. Den hole ich mir. Wie schon Darkst ist? Ja. Hier kommt safe einer, oder? Nein, was hat sich umgedreht, scheiße. Gott, ich bei mir auch gerade, aber ich krieg ihn. Oh, die PP ist halt so gut, Mann. Ich will die auch haben. So, ich hab erstmal meine. Ja, ich muss erstmal auf mein Leben gerade klarkommen, Digga. Ich krieg grad so viele Donations, ich höre nur noch Panda. Wahrscheinlich krieg ich einen Strike von Designer, Alter. Weil man kommt da so ein Stream und donatet so den Songtext und rappt ihn dann jedes Mal live. Oh, das wäre heftig, das wäre so hart, Digga. Das wäre so hart. Du kommst so in den Stream und meinst so, ey, yo, was geht ab, Marcel? Du weißt so wie schon, Robin Schulz, der absolut. Ja, genau, so wie der Typ unter deinem Video, ey. Bald kommen alle Weltstars zu mir, Digga. Auf einmal alle so am Start unter 50 Cent und keine Ahnung mehr. Ja, ich bin kurz vor Hater. Ich krieg so viele Donations, ich kann nicht mehr, Digga. Nasenbluten am Start, oder was? Ja, schon so fast. Komm, Leute, wir machen heute noch die 300 Euro voll, oder? Die 300? Ich glaube, wir haben die 300 schon voll, um ehrlich zu sein. Echt jetzt, oder was? Ja, schon. Ach du Scheiße, so. Moment, nachladen, nein. Hey, du bist doch Jumper. Ja, perfekt. Boah, der holt mich fast. So, ich bin 2 vor Hater jetzt. Gönn dir. What the fuck, ey. Ich brauch meine Sense einfach und jetzt läuft der Hase sowieso. Kennst du die Nate Shot is the Type of Guy Videos? Also, nee. Wo die Kommentare vorlesen, wo die Leute schreiben, Nate Shot ist der Typ, der Punkt, Punkt, Punkt. Digga, das sind so lustige Kommentare. Hinter mir ist ein Sniper, Digga, ich hab so Angst. Ja, wo denn? Ich wurde so gehitmarkert. Ey, Umid, ich bin hier mit der Sense eigentlich bei denen im Spawn. Ich weiß nicht, wie sie hier nicht sein können.
Oh mein Gott, ich bekomme so viele Sniper-Marker, ey. Ach du Scheiße, wie ich alles wegsponge. Nein, ich sterbe ein, zwei Hater. Nein, 75 Punkte vor, obwohl ich Sense hab, Mann. Was, er holt mich auch, Digga. Ich glaub's nicht. Wie kann das sein? Ey, auf einmal liegt der da so richtig eklig rum, wie so ein Drecks... Suppressed, Alter. Heilige Scheiße. Ja, komm her. Mann. Das enttäuscht mich gerade, wie er gespielt hat. So richtig menschlich enttäuscht bin ich von ihm. Ja, holst du den da hinten? Nein, er holt dich wahrscheinlich. Hast du ihn? Lass ihn pushen. Nein. Ich hab vorher jetzt ein Collateral gegeben. Was? Ich hab vorher jetzt so da an der Tür gewartet und so ein Collateral gegeben. Ja, das wäre zu schön gewesen. Hättest du unsere Leichen gegessen. Nein, ich bin tot. Oder? Oder? Du hast einfach schon aufgegeben. So wie ich da neulich im Stream. Ja, geil. Weggerippert. Aber da kommt der locker hier, der mit dem Ripper. Also ich muss sagen, mein Aim ist ganz gut dafür, dass ich nicht gespielt habe die ganze Zeit. Hat Julian gerade ernsthaft vor dir einen Huni etwa rausgehauen oder was? Ich hab noch gar nicht geguckt, Digga. Ich bin. Ich lese sie gerade bei mir im Chat. Kann sein, dass ich mich absolut verlesen hab. So, wenn mir 100 Euro reinhaut, Digga. Digga, der Typ, der donatet einfach jedem was. Der ist einfach. Ja, ich muss. Ohne Sniper bitte, Omid. Dann hab ich gleich wieder Hater. So lächerlich. Oh, ich liebe Overdrive, ach du Scheiße. Ja, ich hasse mich dafür, dass ich jetzt. Ich hätte nuklear machen können, Digga. Aber nein. Boah, das Licht nervt so. Omid, es ist hier drin manchmal hell und manchmal dunkel. Ich weiß nicht, was hier los ist, Alter. Dann hol dir Vorhänge wie ein ganz normaler Mensch. Ich hab doch so einen übelsten HDX-Dingens, Digga. Aber ich hab keine Lust gehabt, ihn runter. Ich mach ihn gleich so runter. Ich mach ihn so runter, wie du dich immer selber runter machst, Alter. Ich bin doch gar nicht. Ich mach mich nie selber runter. Ja, okay. Ich hab jetzt nicht sowas. Ja, okay, dann war das vielleicht vor einem Jahr noch so. Ich meine, es gibt ja sogar den Videobeweis, aber der Humor, der wächst und gedeiht weiter. Wir müssen uns irgendwas Neues finden, was lustig ist. Nein, ich muss hier aufpassen, ist gerade nicht gut. Ist nicht gut. Nix gut. Leute, ohne Witz, Alter, mit Overdrive zu zocken macht so unglaublich Bock, das ist nicht mehr normal. Public mit Overdrive? Ja, das macht übelst Bock, glaub mir einfach. Du musst es einmal ausprobieren, weil du bist da so schnell unterwegs, auch noch mit der PPSH, du kannst so in die Gegner reinspringen einfach. Digga, Omid, ich bin jetzt wieder eins vor und es wird wieder irgendwas passieren. Ich spür's gerade, irgendwas stimmt hier nicht. So, jetzt bin ich so kurz vor. So ein. Du sagst immer, du bist eins vor, aber du bist nie wirklich eins doch, vor. Doch, ich war eben 75 Punkte vor. Das ist so eine richtige BO2-Angewohnheit. Ja, aber wo ist dann der Hater, Marcel? Ja, nein, da als ich gestorben bin, meine ich. Nein! Oh mein Gott! Nein. Ah! Oh Gott. Das war nur G-Fuel, Digga. Hätte ich das nicht getrunken, hätte ich das nie überlebt. Spaß. Ich höre jetzt auf damit. Ah, da hinten ist noch jemand. Der guckt sogar. Ja. Ich könnte sogar die Nuklear noch machen. Aber nicht, wenn ich da jetzt reingehe mit meinem Overdrive. Ja, dann nicht, das stimmt. Wie wär's, wenn's einfach Overdrive mal sein lässt? Ja. Schau, wie ich mir die ganzen Kills sorte. Ah, was? Oh Mann, Lokus, komm. Lokus und Vadix Visier. Ah, interessant. Den habe ich so schnell getötet. Ja, Teammate, Mann. Ja, genau. Was ist gerade eben passiert, Marcel? Alles gut bei dir? Nein, ist nichts ist gut, weil ich die Nuklear nicht mehr schaffe. So richtig behindert. Nein. Was mache ich da für eine Scheiße? Hä? Er hat sich eingeloggt, ich schwöre. Er hat sich eingeloggt. Echt jetzt? Ja, ich schwöre. Ich du bist kann auf 28.1 gewesen. Ja, er hat sich eingeloggt. Er hat sich eingeloggt. Nein, ein Fehler in der Systemsoftware ist aufgetreten. Nein, was? Aber das müsste dann gleich wieder gehen, Marcel. Ey, was soll das, Mann? Boah, ich war 28. Schäg, das Lied ist. Aber ich wäre wahrscheinlich nur auf. Er hat sich nicht eingeloggt, Alter. Er hat sich echt nicht eingeloggt. Die Nuke, die ich bin doch da! Ich bin doch in der Lobby, ne? Aber ja, ich krieg ja, ich einen. Weiß, das hab ich manchmal. Fehler. Das hab ich auch schon mal gesehen bei Dominik. Ja, geil, Alter. Jetzt, na, okay. Passt schon, Alter. 7.500 Zuschauer. Seid ihr gestört eigentlich, Alter? Wow, ach du Scheiße, ernsthaft? Hat es schon überhaupt so viele Viewer oder nicht auf YouTube? Er hat kein 100er rausgehauen, Digga. Ja, dann kann es sein, dass ich mich absolut vertan habe. So, Alter, ich habe so viele Donations, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade hinkriegen soll. Ganz recht. Ich bin dein schlimmster Albtraum hier. So. Also, hier direkt mal die Nuklear verkackt. Aber Aim und so passt eigentlich, also. Ja, das ist so ein Witz, ne? Wenn ich immer auf so einem. Account spielen würden, ich wäre so ein zufriedener Mensch, Alter. Ja, aber man macht sich natürlich selber unzufrieden. Ich kann diesen Account wahrscheinlich schon nie wieder benutzen.
Weil den auch bald jeder kennt. Er hatte ja schon Real im Klartext. Du hast so sein Leben versaut, Digga, von Anton unterstrichen. Nein, er ist ja stolz drauf. Er feiert das ja. Er hat Real im Klartext, Digga. Wo kann ich denn jetzt die ganzen Donations überhaupt noch sehen? Ich kann gar nicht so weit runter scrollen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Warte mal eben. Ah, da wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt vielleicht. Ey, Omid, ich kann nur bis 10 Minuten zurück scrollen. Ah, ne, da kann ich das, glaube ich, hier oben nachgucken. Und zwar hier, glaube ich. Ja, okay, ich hör's auf. So, warte, wo waren wir denn eben, Alter, genau hier. Und zwar von Zeusel, der ist ja auch immer am Start, das ist dieser, der, den ich im Stadion getroffen habe. Also das ist dieser Abonnent, der über 40 ist und der alle Kill-Duell-Endscores wusste. Weißt du welcher, der, mit dem ich... Ja, ich weiß schon, ich habe gesehen, ja. Du hast auch mal ein Bild zusammen mit ihm genau, bei Instagram. Genau, er schreibt, Moin mein Lieber, heute mal wieder ein symbolischer Beitrag, mein Baujahr ist es nicht, ich bin ja älter. So, weil er macht immer Jahreszahlen als Dingens. Als Donation. Also er macht, jetzt hat er zum Beispiel 19,75, also 1975 donated. Mhm. Am Sonntag bin ich dann in Hannover und werde dann bei unserem Sieg an dich denken, no homo. Na, das wäre aber nicht cool, weil bei Hannover sieht es echt nicht rosig aus. Also sorry, der muss sich da einmal gegen Düsseldorf sein, aber tut mir leid, Alter. Da muss ja für Hannover sein. Aber trotzdem danke, wahrscheinlich willst du die Donation jetzt zurückziehen. So, dann haben wir Rush Brothers hatten wir schon, das hatte ich auch schon. Dann haben wir hier 4 Euro von Somme. Er schreibt, ich wollte einfach mal Danke sagen dafür, dass du jeden Scheißtag die Kraft und die Zeit findest, ein Video rauszuhauen. Danke, no homo. Digga, sowas bedeutet mir viel. Das mache ich gerne für Leute wie dich. Versprochen. X de Stroppi schreibt, ja, moin, für 5 Euro. Ja, du kannst mir gerne öfter moin sagen, wenn es dir jedes Mal 5 Euro wert ist. So. Denkst du, glaube ich, ist immer noch gut, weil ich habe irgend so ein hohes Level gerade gesehen. Achso, Omid ist gerade wahrscheinlich auf Mute. So, okay. Let's go. Boah, ist die Manowar geil. Omid? Ja, bitte. Okay. Warst du gerade auf Mute, ja, ne? Ja. Okay, gut. Weil Omid streamt ja auch und damit wir die Donations nicht immer gleichzeitig vorlesen, mutet er sich netterweise. Digga, ich bin so... Jetzt so choke ich jetzt diese Szene, ne? So. Oh mein Gott, er wollte mir so geben. Habe ich keinen Nachbrenner in der Klasse? Ich gucke jetzt nach. Doch, eigentlich schon. Digga, wieso spielt der immer mit der Pino 6? Ich check's nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall 2 Prestige-Master jetzt im Gegnerteam, ne? Egal. Ey, Omid, ich weiß nicht, ob ich zum Arzt mit meinem Rücken. Doch, klar. Geh zum Arzt. Oh, ich hab so verkackt, Alter. Das ist ja für mich absolut ein Rätsel, dass du halt noch immer nicht gegangen bist, ey. Das ist echt... Digga, ich hab Angst, dass ich eingerenkt werde, ne? Ey, ja, aber du willst lieber Schmerzen haben, oder was? Ja, aber eingerenkt werden tut doch auch weh, Alter. Ja, schon, aber du kannst auch einfach Schmerzen haben und das kann auch viel, viel schlimmer werden. Wie lange dauert denn so einrenken? Ich, Alter. Digga, du bist eh nicht eingerenkt, Mann. Du hast da nichts, Alter, glaub mir. Ja, schön ausgerenkt ist ja auch viel schlimmer als... Ja, ist so, ja, aber Digga. Sogar wenn mein Nerv eingeklemmt ist, dann muss ich ja... Dann kann ich ja auch nicht... Du willst schreien vor Schmerz, wenn es so schlimm wäre. Jetzt geh einfach einmal zum Arzt, wenn gut ist. Glaub mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Die Lobbys sind so gut. Wow, what the fuck, warte mal. Wow. Ich muss mich ganz kurz verkrümeln. No homo. Hier ist doch einer. Wo ist der? Da. Alter, wie der 100% gibt auf einmal. Jetzt bin ich unbesiegbar mit der Sensi hier auf Tracks. Ja. Ich war weak und der nutzt es aus, Digga. Nein. Oh, komm schon. So ein Halunke. Er ist ein richtiger Raufbold, Digga. Ich schwöre. Komm her. Ich hab aber so einen Shot. Oh! Die E-Lag Lobby war noch ein bisschen geiler, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Ist egal, aber das Gute ist, wir haben ja jetzt hier dann so die Wahl. Wenn uns nicht gut gefällt, dann suchen wir uns einfach eine neue Lobby, wie ein ganz normaler BO3-Spieler. Das geht aber halt sonst natürlich nicht. Der will seine Vorräte so haben, aber die werde ich mir jetzt holen. Einer meint gerade bei mir im Chat, Digga, dass bei dir im Chat gerade geschrieben wurde, Marcel, ich bin 7 Jahre alt und habe eine Triple in BO2. Ja, okay. Ich glaube, wenn du eine gute Lobby-Multi hast... bestimmt geben. Alter, ich kassiere jetzt schon einen Typen. Digga, schon, oder? Digga. Mit 7. Eine Triple Nuklear im BO... nicht im BO3, im BO2. Ja, wenn du nur gegen die Prestige-Nuller-Splitscreener spielst, dann kann ich mir das schon vorstellen. Oh, belastend. Wir kommen jetzt schon hier. Ja, das Auto. Ja, hier ist einer. Er gibt mir die Klette. Ich bin dann, Alter.
So. Digga, nein, nein, nein. Gib ihn. So, Bruder, komm her. Ich hab ihn so geklaut. Oder hab ich dich gerettet? Nein, nein, du hast mich schon absolut geklaut. Wo ist der? Ah, da. Wie er mich aufgeschlitzt hat, ich glaube. Oh mein Gott, er wollte gestachelt werden, aber ich war zu schnell, Alter. Hinter mir ist einer, Leute. Ja, da ist er. Ja, ich hab dich outplayed mit deinem Reiniger, Alter. So, jetzt gib mal her die Sense, jetzt aber. Da. Komm, deine P06. Ja, komm. Ja, ich komme irgendwie auf die Lobby nicht zurecht, ne? Die spielen so seltsam. Oh mein Gott. Die spawnen immer. So. Die kommen immer noch hier. Ich kann jetzt hier nicht mehr rausgehen. Mit seinem Ripper, oh mein Gott. Wo ist der Typ? Ey, die schießen echt alles runter, ne? Jawohl. Gut, zwei Hater, Digga. Hater habe ich ja jetzt auch gesehen. Digga, hast du die DSU-Folge zufällig gesehen? Ja, hab ich. Ich hab's gerade erst nicht gecheckt. Ja. Oh Mann. Ja. Der hat einfach 20.000 Streaks geguiden. Ich hab da erstmal, also ich hab da zum ersten Mal verstanden, wie schnell man eine Drohne wirklich geiern kann, ja, Digga. Ich hab's auch gesehen. Ist ja echt nicht mehr normal, ne? Ja. Wow, wow, wow. Mit 7 mal ich Staudämme bauen, wieso? Du bist ein Biber oder was? Staudämme bauen, aber Digga. Aber wie er so schreit, ich meine, klar, ja, ja, ich weiß. Auch die ganze Zeit halt draußen im Fußball spielen. Wie kommt man genau auf Staudämme bauen? Ich kann mir das nicht mehr geben. Nein! Oh, ich wurde gepurified. Was kannst du nicht geben? Leute, übrigens, hier ist das Too-Easy-Kissen, was mir ein Abonnent gestern mitgebracht hat. So. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So. Oh Gott. Nein! Gerade ist einfach einer über mich drüber gesprungen, der es einfach nicht gecheckt hat. Und dieser eine Typ tryhard mir zu viel, Digga. Die anderen sind echt slide, aber der Typ nervt mich. Wie slide sind die, Digga? Heller slide? Schon eigentlich. Na, jetzt bin ich. Das hast du nicht gecheckt, oder? Hast du es gecheckt? Nein, er hat es nicht gecheckt. Er ist aber weggekommen. Ne, da ist er. Okay. Komm. Ja. Nein. Ich hab so verkackt. Ich hab so verkackt. Wow, 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 wow. Ich stell mir vor, Digga, wie er so 7 Jahre alt ist und so einen Staudamm baut und auf einmal so voll den Fluss so überquert. Weißt du, wie ich meine? Oder er dreht so richtig durch und so eine ganze Stadt kriegt kein Essen mehr, kein Trinken mehr, weil er einfach das ganze Wasser geblockt hat, Alter. Nein, die hocken alle in White und ich glaub das nicht. Ja, ich geh da jetzt hin. Einer fragt hier, ob wir ganz normale Paddles empfehlen oder lieber so Spider-Paddles. Also das Ding ist, wir sind ja beide quasi Scuff-Kinder, deswegen, ich glaube, wir haben beide eh noch nie mit einem Spider-Paddle gespielt. Nee, hab ich auch nicht. Ich glaube, neben mir war gerade einer. Ich habe ihn einfach mal wieder überhört. So, da. Scuff-Kinder, Digga. Wir sind Kinder des Scuff-Controller. Oh, ich liebe die Sense, die ist so unfair. Der ist immer noch hier drauf. Ich pack mir gleich noch einen Tempest rein. Mit Overdrive mach ich mir noch zu wenige Kills. Jawoll, 100er Prezi. Ah! Was mach ich da für ein Bullshit? So, einfach so das Tageslicht verbannt habe ich jetzt, Alter. Normal, an normalen Tagen würde ich aufstehen jetzt, aber ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden. Guter Junge. Ja, Mann. Oh Gott! Oh Gott, was ist hier drin los? Einer dreht so völlig. Nein! Ist unglaublich. Er hat's geschafft, Digga. Nein, oh Gott. Ich kann mich gerade echt nicht in dieser Runde hier konzentrieren. Ich weiß nicht. Fringe ist einfach nicht so die perfekte Map so für meine PPSH. Ich will mal lieber auf Stronghold spielen. Würdest du sagen, Fringe ist cringe? Okay. Nein, ist nicht cringe, aber ist schon nicht so heller gut. Ist nicht so knusprig, oder was? Ja, ist schon nicht so gut. So, Leute. Ich hoffe, ihr habt dem Stream schon ein Like da gelassen. Das prüfe ich jetzt. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann gibt's Ärger, Leute. Also Leute, jetzt mal ohne Scheiß, mich würde es echt freuen, wenn ihr dem Stream ein Like reinhauen würdet. Weil wenn ich als Video freischalte, dann würdet ihr mir damit schon helfen. Ich schaue jetzt mal, wie viele Likes wir schon haben. Übrigens nochmal die Erklärung, warum der Stream mein erstes Mal heißt, weil ich zum ersten Mal heute G-Fuel ausprobiert habe. So, wir haben 3.500 Likes bei 6.500 Zuschauern, Leute. Das passt vorne und hinten nicht. Ich liebe so eine Aussage, so heftig. Einer schreibt hier gerade nochmal, ich stand vor Marcel und ohne ihn hätte ich vergessen, ein Foto zu machen. Also ach ja, ja. Einfach zu dir, gell? Voll viele haben das nicht so richtig gecheckt. Also voll viele haben so richtig, Dingen. Ja, genau. Also manche, wo ich gemerkt habe, dass die noch ein Foto wollten, habe ich halt einfach drauf angesprochen. Also ich habe dann gesagt, yo, wolltest du noch ein Foto schnell machen? Und dann so, oh Gott, und so, haben voll viele so gesagt. So voll vergessen und so.
Da hab ich gesagt, es kostet aber. Ich habe zu manchen immer so Witze gemacht. Ich habe ja für jeden so viele Autogrammkarten geschrieben, wie er will, ne? Ich habe auch für manche 5, 6 Stück geschrieben. Und einer sagt so, also einer war so aufgeregt, sag ich so, kostet aber 2 € pro Stück. Er wollte absolut sein Portemonnaie rausholen. Dabei hast du natürlich absolut nichts gekostet. Ja, ich such neu. Ich mache mir gerade Gamer Grip drauf, deswegen muss ich das gerade einhändig regeln. Ich finde das aber auch krass, ne, wie die das dann auch einfach dann so machen würden, einfach, obwohl es halt überhaupt nicht klar geht. Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwer so machen würde. Aber bist du noch bei mir drin? Ja, ich bin noch drin. Ich habe gerade schon wieder eine Lobby ohne dich gefunden, deswegen. Wie viele Kryptos hatte ich auf dem Account? Okay, nur 8 Stück. Ich dachte, er hat jetzt bestimmt so 10.000 oder so. Leute, übrigens. Jetzt einfach alle Cases noch öffnen, wie so ein richtiger Wichser. Ja, ist so. Alter, also, wir haben auf jeden Fall gerade noch ein paar Donations. Versuche ich jetzt mal ganz schnell noch hier zu finden. Wir waren gerade bei ihm, genau. Von Tiger Dissing haben wir 5 €. Er schreibt, du bist der Beste, du bist für mich ein Idol. Ich würde dich echt gerne mal treffen, aber ich wohne leider zu weit weg. Aber vielleicht kommst du ja mal ganz zufälligerweise ins Saarland. Grüß mal bitte meinen Bruder Tim. Grüße an Tim. Ey, kommt UAV Slays nicht auch aus dem Saarland? Ja, ist das wichtig? Ob es wichtig ist? Ja, ja. Nein, aber du weißt auch sonst immer alles. Ja, er kommt aus dem Saarland, glaube ich. Kenn ihn halt nicht mal, aber ich glaube auch, dass ich das mal irgendwo irgendwie gelesen habe und dann mein perfektes Gehirn das abgespeichert hat. Ich habe immer mit dem einfach bei Facebook früher geschrieben, weil ich ja von ihm die Kunst des One-on-Ones lernen wollte. Nicht die Kunst des Keyboardens. Und dann habe ich mir direkt mein Logitech-Keyboard angeschlossen, Digga. Bin so reingegangen, zusammen mit Apokalypto Mick. Oh mein Gott. Kennst du noch Mick? Keyboarding since 2011. Mick FTV, ja, ja. Apo Mick oder was? Oh mein Gott. Ja. So war's. Digga, was mach ich gerade mit den Gegnern? Was war das gerade für eine... Nein, und der eine hockt hinten im Spawn, ich glaub's nicht. Hab den. So. Du wolltest ja einen Special... Nein, ja, oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Warum gehe ich da mit der Secondary hin? What the fuck, ich spawn hier direkt. Mann, oh, hier ist einer. Gönn dir, Bruder. Nein, nein, nein! Mechanische Infanterie, die Speerspitze. Was? Sagt, nein, dort sagt das nicht Battery? Einer pusht auf jeden Fall richtig rum und tut so, als ob er der heftigste Speerspitze. Ich weiß nur, in der BO3 Beta, Digga, ich hab nur Kriegsmaschine gezockt, ne? Ja, nur die Kriegsmaschine. Das war ja auch nicht mehr von dieser Welt, wie gut die war, ne? Das hat so Spaß gemacht. Ich habe einen Schuss abgegeben und habe immer so 4 Kills gemacht, Alter. Digga, ich weiß auch gerade nicht, wie ich mich hier verhalten soll, um ehrlich zu sein. Da oben ist jemand. Was magst du mehr, Digga? Die Peacekeeper oder die PPSH? Ich habe die PPSH erst einmal gespielt, ne? Was? Ja. Hol jetzt mal bitte sofort einen Account damit, Marcel. Alter, das ist die beste Waffe im Game. Alter, du wirst so sabbern, wenn du mit der zockst. Glaub mir einfach mal. Ich hätte gerade erstmal ein bisschen geraped um ihn in der Lobby. Digga, wir müssen... Du musst einfach ein bisschen Reckless spielen. Ich versuch's, Digga. Alter, ich bin so gut wie tot. Wenn ich muss halt in jede Ecke reingucken, weil die campen halt auch echt ein bisschen. Ich habe mit der M8 echt keinen Shot. Da ist jemand, den nehme ich erstmal zuerst. Er fickt mich so umid. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich werde totgefickt von allen Seiten. Das gibt's doch nicht, Alter. Ach, ich rape die ja nicht gerade ganz gut. Ich spiel's HVK. Der größte Fehler in so einer Lobby. Nein, ist nicht. Irgendwelche Experimente zu machen. Ich habe mit der M8 aber keinen Shot. Das ist einfach kein Experiment, das ist ein Eingeständnis. Ich glaube, da muss ich noch einen Scoop G-Fuel ballern, Digga. Und dann geht's ab. So, ich bin auf 10, ne? Ich werde jedes Scorpion-Plays-Video so unter Drogeneinfluss aufnehmen. Nein. Nice. Leute, das ist irgendwie legal, ne? Also jetzt chill, das sage ich immer nur aus Spaß, sowas. Ja, das ist einfach nur so unser Humor. Ja. Das habe ich einfach bestellt und das kam dann. Das konnte man früher sogar noch in Deutschland bestellen, aber das geht nicht mehr. Echt, wieso das denn nicht? Ich weiß es nicht. Nein, ich sterbe 40 Punkte. Was? Wir. Ey, ist das dein Ernst, Leute? Was war das? Mach einen Hater klar, Omid. Digga, ich bin ja 40 Punkte vorgestorben, obwohl ich die so geraped habe. Alter, guck mal auf das Scoreboard. Ich hatte gerade noch 17 zu 2. Nein, 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 warte. Oh Gott. Ah, Mann. Der andere ist hier auch noch irgendwo. Nein, nein, er ist da im toten Winkel. Amana Schminkel, ich stehe 9-5 um ihn. Mehr geht nicht, geht nicht. Schon belastend, Digga. Das war gleich. Echt nicht so von guten Eltern. Das war gleich so 2 gegen 2 SND gegen Abonnenten spielen.
Entspann mal dein Leben, nein, Mann, niemals. Hä, warum nicht? Ich hab gar keine Lust gerade auf sowas. Hä, der Nukleas machen wir aber auch nicht. Wie bitte? Nukleas machen wir aber auch keine, weil du nie einen Hater machst. Ach so, ja, das ist natürlich meine Schuld, weil du nicht gerade ausschießen kannst, oder was? Ich hatte eben schon einen Hater, Digga. Ja, wie gesagt, Digga, du kannst halt nicht von mir erwarten, irgendwelchen Lobbys Ding zu machen. Ja, glitscht dich zurück und ich müsste ihn auch jetzt eigentlich safe bekommen. Okay, du hast ihn dir geholt. So. Digga. Ich versuch schon, was ich kann, aber ich bin halt einfach unlucky gestorben, glaube ich. Als ob der jetzt so pre-aimed, Digga. Das will ich sehen. Er hat einfach durchgeballert. Alter, okay, man muss auch solche Runden spielen, Leute. Ich muss erstmal warm werden, Digga. Ist hier. Ich höre die ganze Zeit immer, wo die sind. Ja, aber das reicht ihm nicht. Er holt mich. Guck mal, der Typ hat nicht mal Arme, Alter. Digga, ich werde so gefickt in der Runde und ich weiß nicht, was hier los ist. Das tut er selber auch nicht so unfair sein. Das Ding ist, die hocken alle nur im Spawn, Digga. Die kommen halt auch nicht raus, ne? Guck mal, was macht der da hinten? Gucken, wie ich jetzt als nächstes geraped werde. Von dem hier in L. Okay, der hatte keine Chance, mich zu rapen. Ist hier noch einer? Ja, hier ist noch einer. Hat der die Sense? Ne, wurde gesensed. Okay. Oh Gott, die sind hier alle hinten. Ich hab so Angst. Schnell nachladen. Dreh ich doch um, Alter. Er gibt mir fast einen Turn on. Korrekt. So. Ah, hier ist eine Galil, die gar nicht mehr mal. Komm. Boah, die sieht echt aus, genauso wie im BO1. Das ist so schön. Ja, da oben ist einer, kann ich vergessen. Hast du schon mal die Galil gespielt? Noch nie gespielt in BO3? Oh nein, aber ich glaube, da habe ich auch nichts verpasst. Ey, ohne Witz, der eine hockt die ganze Zeit mit Peacekeeper oben in. Die Waffe ist auch nicht so nice. Der hat so ein Colette gemacht. Ja, Leute, wie geht's euch eigentlich? Was habt ihr am Wochenende so gemacht? Was macht ihr am Wochenende? Außer jetzt hier zu chillen, sich einen Livestream zu gönnen. G steht nämlich für gönnen, Leute, falls ihr das nicht wusstet. Ey, Omid, ich habe seit 10 Minuten keinen Kill mehr gemacht. Und so werde ich auch keinen machen. Boah, kann die Runde jetzt bitte endlich zu Ende sein? Ist so, Digga. Die geht so lange, die Runde. Ich glaub's gerade nicht. Boah, ich muss die immer pushen, weißt du, wie ich meine? Ey, nein. Die gehen halt alle negativ. Jeder einzelne. Boah, das macht keinen Spaß einfach, weil die so komisch spielen. Hätte ich auch gekriegt, Mann. So, jetzt Leute, ich muss mich jetzt. So, jetzt ab nächster Runde spiele ich wieder gut. Digga, ich bin gerade dem Bio 3 an Fallschaden gestorben. Wie weak war ich denn bitte? Wahrscheinlich sehr. Boah, so Angst vor dem Weg hier. Jawoll. Warum hole ich jetzt nicht die Quad Kill Cam, weißt du? Die einzige Frage, die ich mir gerade stelle, warum hole ich nicht den letzten Kill auch noch? Ne, ich habe mich noch irgendwie gerettet, Leute. Sorry, dass die Runde jetzt nicht so absolut sick war. So, warte, da haben wir auf jeden Fall noch einige neue Donations. Und zwar, schöne Grüße aus Bayern, 5 Euro von Yoshi, vielen, vielen Dank. Dann haben wir Destrux Energy Live, er schreibt, hallo, ich bin der Julian. Und ich grüße Betty, das süße Mäuschen. Ach, das ist er, oder was? Ja, das ist Julian. Dann Grüße an Betty, das süße Mäuschen. Von Destrux oder Destrux. Dann haben wir 5 Euro von Walter White. Er schreibt, dein Stream wurde mir nicht angezeigt. Hashtag belassen, gucke all deine Videos mit 30. Ach, du bist 30, heftig, Alter. Ja, der Stream wird halt nicht jeden angezeigt. Habe ich ja schon mal in den Streams erklärt, diese Problematik. Deswegen versuche ich jetzt auf anderen Plattformen darauf aufmerksam zu machen. Aber vielen, vielen Dank, dass du die Videos dir reinziehst, Digga. Dann haben wir von Fanmate. Die Durations sind übrigens alle schon eine halbe Stunde alt. Ich liebe deine Videos, mach weiter so. Vielen, vielen Dank für 3 Euro. Dann haben wir von Valentin Santoro 3 Euro. Er schreibt, wenn dir die Ideen ausgehen, könntest du auch die BO3-Tages-Challenges machen. Ja, ist eigentlich eine gute Idee sogar. Und ich habe mir den Visca Bastardskraft bestellt. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich hoffe, meiner kommt auch bald raus. Richie haut 5 Euro raus und schreibt, bleib so wie du bist, feier deine Videos mega, mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Sollen wir die Lobby wechseln? Ja, lass mal wechseln. Dann haben wir 5 Euro von der Dan. Er schreibt, hey Marcel, warte, soll ich rausgehen? Ja. Nein, nein, Digga, die ist legit. Sorry, war schon zu spät. Ey, warte mal, ich muss mal... Die ist legit, Digga. Nein, oh mein Gott, du bist nicht drin, die ist so heftig, Digga. Oh, join mir nach oder so. Band ich. Ich bin diese Lobbys am fließenden Band, Alter, wenn es sein muss. Ja, ich bin da. Ja, komm, jetzt in ein Team wahrscheinlich nicht, oder? Guten Tag. Oh, der eine hat eh 3 AKD. Ich geh raus, schau mir wieder rein. Was? So egal. Also nochmal der Dan, 5 Euro. Hey Marcel, was echt nice Videos und ich feier dich. Vielen, vielen Dank an Dan. Vielen, vielen Dank an jeden natürlich. Dann haben wir von Venix, er schreibt, nein, 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 nein. Venix gönnt mir 3 Euro und 3 Cent und schreibt, hi Marcel, du Sahnetörtchen, hau please Grüße an Moppy, den Lurch raus. Grüße an Moppy, den Lurch.
Dann haben wir 5 Euro von Bosshaft TV. Er schreibt, bist der Beste. Buch ist bestellt und das, was du aus deinem Buch vorgelesen hast, hat mich einfach schon jetzt schon verändert. Mach weiter so. Oha, vielen, vielen Dank, Digga. Dann guck erstmal das finale Buch an. 3 Euro von der Chinese. Er schreibt, du bist ein saugeiler Hengst, haha. 5 Euro von UX Nuri. Er schreibt, folg mir auf Twitter. Ah, alles klar, Digga. Wahrscheinlich. Das muss ein bisschen mehr als 5 Euro springen lassen. Ich hab's einfach die Kuda, ist hier mit Schnellfeuer. Ich hab die noch nie benutzt mit Schnellfeuer. So. Digga, what the fuck, hier ist einer. Wie ist die Lobby? Ja, bis jetzt ganz okay, würde ich sagen. Die ersten beiden Szenen waren ganz gut. Nein, das sind alle, Mann. Ich hab jetzt schon, ich hätte absolut schon 4 von 7 Kills, Mann. Halt mal auch so zu backsitten. Oh, was zum Teufel war das, Bro? Die Lobby sieht so schön aus, holy. Digga, ich hab dem einen gerade so einen ekligen Sighton gegeben, heilige Scheiße. Boah, ich hab absolut schnell so Feuer. Okay, komm, jetzt Marcelo, Alter, jetzt reiß ich mal zusammen. Da ist einer. Headglitch, Headglitch. Hier oben ist mindestens einer. Noch einer, oder? Hinter dem Typen. Ich weiß es nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay. Hier ist aber jemand. Die haben sich beide anscheinend... Ja. Das ist immer so geil. Er weiß nicht, wer das da ist und trotzdem kriege ich nur einen Assist. Weil ich ihn dann anschieße. So. Hier kommt noch eine Subscription rein von Rest Gaming. Danke dafür, Digga. Herz geht rein und dich, Alter. Genau, Umi. So, Marcel, ich bin 1 vor Hater. Ja, gönn dir, Digga. 60 Punkte, komm schon. Ich brauche nur einen Gegner. Wo ist der Gegner? Peek jetzt. Ja, komm, gönn dir, Bruder. Danke. Ich mach's dir erstmal. Was? Hast du es gerade gesehen? Mit einem Tempest-Schuss einen Quadfeed gemacht. Was? Ja, ja, mit einem einzigen Schuss, What Digga. What the fuck? Was machst du gerade mit denen, Digga? Ich muss jetzt die Nuke hier sorten, Digga. Ich bin noch 15-0. Ja, ich wäre auch. Ich könnte sie auch sogar hinkriegen. Als ob die jetzt alle hier hinten rumlaufen, Digga. Jawohl, Digga, die Gegner sind so scheiße. Ich hab auch Hater am Start. Okay, sehr gut, dann hau raus. Weil ich brauche jetzt hier. Die Nuke, das ist jetzt einfach dann meine Bestimmung. So. Wow, die Sense hat sich so gelohnt, Digga. Holy shit. Nein, ich bekomme hier gar keine Kills mehr. Ich hab einfach so mit der Sense gerade rasiert. Lass mal beide den Nuke machen, das wäre so krass. Ja, komm, wir machen das jetzt. Lass einfach safe spielen und gut ist. Ja, kriegen wir beide 30 Kills? Ja, doch, oder? Ja, nein. Doch, wir schaffen das easy. Nein, ich bin so one bullet. Ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er hat mich so von der Seite angeschossen. Okay, habt die 2. Kommt noch einer, glaube ich, aber der spawnt jetzt hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich laufe. Ne, ich laufe lieber hier lang. Das finde ich gerade besser. Ich habe 20er. Ich habe alles skrupellos. Okay, perfekt. Ich kassiere, ich bin tot. Ah, schade. Ja, dann mach du die Nuke, jetzt bring ich es fresh, Digga. Ich habe so dumm... Mann, dieser eine Typ, Digga. Das ist halt jetzt gerade wieder irgendwer reingejoint, der halt absolut am Sweaten ist. Das ist halt gerade so mein Problem eher. So, ich kann ein bisschen chillen, wenn du willst. Obwohl, nee, du schaffst es easy noch. Ich versuche den Spawn hier mal wegzuholen. Ah, ich habe aber keine Dings mehr. Muni, scheiße. Soll ich die bringen? Ich habe hier eine Kuda. So. Ja, ich hätte es einfach genau so runtergespielt eben. Zack, Mann. So lächerlich. Ja, der Spawn müsste jetzt... Warte, ich drück den Spawn zu dir wieder. What the fuck, Mann? Oh Mann, Digga, der eine. Geh rüber, geh rüber. Also. Hol dir den hier, jawoll. Ja, korrekt, ich sterbe auf 26er. Weil mein Teammate nicht gerade ausschauen kann, ich glaub's nicht. Lol. Die Lobby hat echt Spaß gemacht. Die war der übelste. Außer dieser Typ. Die wieder, ja, das wäre jetzt dann die Nuke gewesen, ich glaub's nicht, ne? Leute, ich hatte keine Muni mehr in meiner PPSH, deswegen habe ich auf einmal Kuda gespielt. Wie so ein bescheuert. Meine Kuda, die blaue? Nee, das war nicht deine. Das meine ist so gut, Digga. Ich habe noch nie mit Schnellfeuer in dem Spiel gespielt. Das ist ja überkrass, Digga. Ja, ja, das ist absolut gestört. Ich spiele auch die PPSA auch mit Rapid Fire. Digga, wie schnell schießt die dann bitte? Absolut schnell. Schau mal, was ich mit denen mache. Das ist ja nicht mehr normal. Boah, es wäre so easy gewesen, ne? Ich glaube ja, nicht, dass ich das gerade eben gechoked habe. Das Ding ist, ich dachte, ich habe auch gar keine Zeit mehr. Und der eine ist nachgejoint, Leute. Deswegen dachte ich, belastend. Aber egal, passiert. Nächstes Mal. Hätte man echt schaffen können in der Runde, Digga.
Ja, egal. Guck mal, ich wollte unbedingt den letzten Kill machen. Die haben sich so angestellt, Alter. Aber genau den habe ich mir rausgesucht. Ja. Ich muss einen anderen Specialist spielen, irgendwie. Mann, so dumm, dass ich auch sterbe, Alter. Immer einen Schritt voraus. Yeah, und jetzt pass auf, gönn dir meinen. Ah, ich weiß gar nicht, welche Geste ich habe. Ah, okay, die. So. Das Ding ist aber, solche Lobbys können wir jetzt die ganze Zeit zocken. Das ist ja das Coole auch da dann, weißt du, wie ich meine? Ja, ist schon nice. So, und zwar haben wir jetzt schon über 200 Euro Donate bekommen. Vielen, vielen Dank, Leute. Wir streamen erst seit 50 Minuten. Also haut mal ein paar mehr Donations raus. So, warte mal. Wir haben hier von Marco 5 Euro. Würdest du den Razer Raiju empfehlen oder hast du den noch nie gespielt? Razer, ist das auch so eine Scuff-Variante oder was? Also ich würde immer beim Original bleiben. Ich würde immer einen Scuff-Controller kaufen. Jetzt vor allem, wo man die Sticks und so austauschen kann. Ah, oh, Digga, dieser Pax Geist ist doch so hart nachgejoint, oder? Dieser Psycho Oats hat eine Zweierquote und hat so kassiert, Alter. Oder war der bei uns im Team? Nee, der war bei uns im Team. Na, okay. So. Dann haben wir hier von Hannes. Soll ich drin bleiben in der Lobby? Naja, bleib mal drin. 3 Euro, er schreibt, Digga, was? Gestern war ein Abo-Treffen und ich hab's nicht mitbekommen. Schade, hätte ich gerne mal wieder getroffen, Diggi. Trotzdem Grüße an dich, mach weiter so und bleib wie du bist. Ja, ich hab's überall angesagt, Digga, es tut mir leid, dass du es nicht gesehen hast. Also, wir waren eh in Österreich, ich weiß nicht, ob du in Österreich wohnst. Das wäre deine Chance gewesen, tut mir leid. Aber trotzdem danke für deine 3 Euro. 4 Euro kommen von, heißt der Feltins? Anscheinend. Du wirst nicht um den Exodus spielen, oder? Nee. Aber vielleicht quitten ja die anderen auch deswegen. Ah, nee. Mit welchem Controller spielst du zurzeit und würdest du den Scuf Impact empfehlen? Grüß mal bitte Kimberly. Grüß an Kimberly. Also ich spiele jetzt aktuell wieder mit dem normalen. Ich tausche immer hin und her und gucke mal, welcher mir am besten gefällt. Also gerade spiele ich einfach mit diesem hier, den ich auch hier, der neue, den ich auch bekommen habe. Na, hier gehe ich raus. Die Namen fucken mich zu hart ab. 3 Euro von Maxe Moore. Wahrscheinlich bin ich in der Lobby drin. Oh nein, die wäre auch wieder ganz okay gewesen. Bist du jetzt bei mir drin? Ja. Das ist nicht mehr normal, ne? Alter, das sind Welten gerade mit den Accounts. Das ist kein Witz jetzt, das sind echt Welten. Ja, ich habe solche Accounts auch nie gesehen. Also solche Lobbys meine ich. Okay, die Lobby ist aber echt scheiße, Digga. Die ist richtig schlimm. Nein, doch, nein, stopp. Glaub mir. Alter, bist du... Digga, das Lobby-Score, aber die hatten alle eine 1,8er KD. Sogar die mit den schlechtesten Namen der Welt. Guck, die sieht besser aus, Digga. Ich genieße das Lobby. Was? Die haben... Digga, da hat niemand eine 1er KD. Doch, Doc Freaks hat alleine 2,54er. Ach. Digga, der eine hat eine 0,26er KD. Ja. Wie ist das überhaupt möglich? Man Was Shuttle, hat er Alter. Er ist so ein Shuttle. Er sitzt wahrscheinlich im Space Shuttle und zockt über die schlechteste Con der Welt, Alter. Mann, ich hasse die Map halt so übertrieben, Mann. Egal. So, dann haben wir 3 Euro von Maximo Mör, wie gesagt. Und zwar, grüß mal bitte meinen Dad Thomas, der hat heute Geburtstag. Ja, Thomas, alles Gute, bleibst du, wie du bist, ne? Alles Gute zum Geburtstag. Und sagt deinem Sohn, er soll mehr Geld spenden. Das ist ganz so hart, als wäre ich ein Hurensohn, Alter. Was? Bin ich ja auch. So, habt ihr eigentlich den Stream schon geliked? Für mehr Weihnachtsgeschenke nächstes Jahr. Dann haben wir von BS Russe, ach, der aus Braunschweig, den kennen wir. Er hat 5 Euro rausgehauen und schreibt, was geht, Bratan? Nice Stream, 100er Prezi ist da. Mach weiter so, Digga, bin schon heftig auf dein Buch gespannt. Mach mal so eine Live-Challenge pro Tod, eine Stelle von Sonny. Alles klar, Digga, ich werde mich so zusammenschlagen lassen im Video, Alter. Ich packe jetzt mal die KN aus. Ich muss hier gerade mein Rezept erstmal suchen, Digga, mit dem ich... So. Ah, ich hasse Fringe so hart, ne? Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der diese Map hat. Lol. Ich auch zu schießen. Ich hab's gesehen, Digga, what the fuck. Als ob die nicht von hier jetzt kommen, ne? Doch, war klar. Die sind schon wieder über die komplette Map gelaufen, ne? Ich glaub's nicht. Ja, ist doch voll oft so. Früher, weißt du noch, auf Raid dieser eine über die Treppe, dieser Weg, wo man dann immer die an dem Zigzag standen, geholt hat. Das war nice. Ich komm halt nicht hinterher, Digga, das Spiel ist so alt. So lustig, ne, dass jetzt Massi und so weiter, Jam und Raptor jetzt auch alle zusammen auf Ding zocken, Alter, auf BO2 einfach. Hey, Mann. Xbox One und so. Ja. Marcel. Ist echt so. Wollen wir nicht mal irgendwie nachher Viewer Games zocken oder so? Keine Ahnung. Wenn du das unbedingt willst, ich hab jetzt auch noch zu tun, ich weiß nicht. Also ich mach jetzt auch nicht mehr so lange, Digga. So. Keine Ahnung, Digga.
Wie lange willst du denn überhaupt heute streamen, Marcel? Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Stunden. Ja, gut. Du kannst ja noch Viewergames machen. Wie hab ich dir den Kill bitte gesteelt, Digga? Ja, hier, ne, das ist alles gut, Digga. Da hab ich das geholt. Ja, ja. Ach so, klar, ist okay. Weg hier. So, jetzt schnell hier gucken. Der kommt eh hier, das ist so ein typischer Tryhard-Reflex. Dass du erstmal die Route änderst. Oh mein Gott, hab ich die Kills alle gesneakt. Hier oben ist noch jemand, oder? Ja, den hast du, okay. Da kommen die jetzt locker wieder in einen kleinen Raum. Wieso spiel ich immer Sensei, wenn man Specialist ändert? Leute, erinnere mich mal bitte dran. Ich bin der Tempest, Digga. Nee, Mann, Tempest ist echt eklig. Ich hab schon zu viel, weißt du, das Ding ist, ich hab so viel Tempest gespielt um mich. Man kann nicht zu viel Tempest spielen, Digga, das ist einfach der beste Specialist. Oh mein Gott, die sind hier alle, Digga, oh mein Gott. Das ist einfach nicht blamieren. Der Typ hat mich gerade so gehebt, Dave, Mann! Oh mein Gott, auf einmal kommt so ein Noob und holt mich fast. Ja, der gefällt mir hier. So, jetzt haben wir Sensor und jetzt hole ich mir den Dingens, Digga. Als ob ich ihn so choke. Oh mein Gott. So, hab den Hater. Let's go. Die sind alle hier und warten auf mich. Die warten so, dass der Weihnachtsmann kommt. Holy shit. Nein, das ist Stolperfalle. Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ey, das gibt's ey, doch nicht, Alter. Ich hab auch eine Stolperfalle geholt. Eieiei, Alter. Boah, Mann. Ich glaube, ich ändere mal meinen Donation-Sound. Digga, ich krieg grad so viel Donations. Oh Gott. Das ist so krass, Leute. Vielen, vielen Dank wirklich an alle, die donaten. Ihr seid Hammer, Alter. Wie gesagt, falls ihr das Buch noch nicht vorbestellt habt, aber zum Beispiel eine 10-Euro-Donation raushauen würde, dann würde ich mich eher freuen, wenn ihr das Buch bestellt. Da kriege ich zwar wahrscheinlich Centbeträge, wenn überhaupt. Dazu muss das Buch. Also, ich habe ja, wie gesagt, ich habe einen Fixbetrag für das Buch bekommen. Also, deswegen ist es ja eh egal, wie oft es verkauft wird. Aber darum geht es mir ja trotzdem. Also, ich werde trotzdem, dass es viele Leute lesen. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr es euch einfach holen würdet. Und dann. Ich habe sogar so ein kleines. So in den Einband habe ich sogar reingeschrieben vom Buch, dass man mir schreiben soll, wie es war auf meinen Social Media. Digga, ich check's nicht, diese Lobby ist eigentlich so easy, ne? Ich komm drauf nicht klar, Alter. Ja, ich mach einen perfekten Hater und dann spiel ich wie ein Hundesohn und dann kommen die Stolperfotze, Alter. Hast du schon Hater oder was gehabt? Ich hatte doch schon eben Hater, Digga. Hä, echt? Wann denn? Digga, ich hab eben, wir hatten gerade die ganze Zeit Hater, du hast auch mitgespielt, während ich Hater hatte. Für dich ist das schon so richtig in deinen Naturzustand anscheinend übergegangen, Alter. Was, dass immer ein Hater oben ist, oder ja, dass wir bei dieser Runde eben Hater hatten, weil manchmal merkt man das ja gar nicht so aktiv. Leute, ich merk das. Boah, was war das gerade für ein Aim, Alter? Schelle. Er fickt mich auch noch, Digga! Ey, er macht mich so sauer, weil ich immer weiß, welcher Name mich abfuckt. Ja, komm, ich hab nicht mal Hände mit der KN, Digga. Ja, kommt alle hoch. Ja, genau, Assist. Kann ich noch einen Assist? Ja, Heatwave mich, ich bin tot. Ich glaub's nicht, Alter. Es ist unfassbar. Entspann dich, Alter. Mit dem Inter-Account wär's ungefähr 80.000 mal schlimmer. Ich zock einfach viel zu wenig, Digga. Mein Gott. Ich muss 5 Stunden am Tag spielen, dann bin ich gut, Alter. Oder ich werde einfach wieder 7 Jahre alt und gehe in eine Zeitmaschine und dann mache ich die Triple Nuclears, Alter. Das ist eine gute Idee, dann hättest du jetzt auch übelste Hände, Alter. Ja, ich würde wahrscheinlich zwar keine Zuschauer haben, weil ich die höchste Stimme der Welt hätte, aber wäre mir egal. Der Dog Freaks ist so gut, Mann! Er wurde sofort danach geholt! Entspann dich doch. Nein, ich entspann mich nicht, Digga. Ja, Sense of Pick, er wird mich jetzt ficken. 3, 2, 1, ich bin so tot, Leute. Gucken, wie es passieren wird. Ich krieg so viele Donations, Alter, das ist unglaublich. Ich hab sowas noch nie erlebt. Bist du rumschreien oder was? Korrekt, Alter. Davor, du würdest jetzt noch heftig spielen. Ja, die ersten Runden liefen ja gut, aber jetzt, ich muss einfach Manowar spielen. Die liefen ja auch gut. Sorry, übrigens, dass ich gerade hier nicht so auf den Chat eingehe, Leute. Ich bin gerade einfach gerade so. Wait. Ich will gerade einfach nur zocken, Alter. Oh mein Gott, rest in peace in den Chat, Leute. Ich will's so explodieren sehen, das müsstet ihr eigentlich angucken, Omid. Oh mein Gott, ich guck's mir selber nochmal an, Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich will's sehen, Digga. Ey, was zum Teufel? Oh mein Gott. So ein totes Hühnchen, ey. So ein totgebackenes Hühnchen, Alter. Aber das haben wir gleich nochmal so gesagt, so ein abgefucktes Hörnchen, ne? Das war's. So ein abgefucktes Hörnchen. Nein, nein. So eine abgefuckte Nussschnecke, Digga. Nein, das hab ich nie gesagt. Leute, ey, ich hab seit 10 Minuten echt keinen Kill mehr gemacht. Boah, alle schreiben so Rest in Peace in den Chat. Ihr seid gut, Leute. Wo ist der Typ? Ja, komm, komm.
Ja, natürlich von hinten. Ich push so richtig rum. Der eine hockt die ganze Zeit mit Stolperfalle oben. Wie kann man so dreist sein? Ich check das nicht, Alter. Oh, ich schämt er sich nicht, wenn er so spielt. So. Ich liebe es ja, wenn ich 22-9 stehe, sage ich trotzdem, ich werd so gefickt und so. Ich liebe das. Das zählt für mich einfach nicht. Oh nein, hier werden so viele Leute kommen. Jawohl, okay. Das war aber nur einer. So, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen auf den Chat eingehen. Ne? Ja, müse dich ein bisschen kurz, dann mache ich Donations. So, dann haben wir von Nightmare525. Er schreibt, hi Marcel, ich habe die PPSH gezogen, würde dir mein Eck zur Verfügung stellen. Ja, ich habe, glaube ich, genug, aber vielen Dank, Digga. Vielen, vielen Dank, ich weiß sehr zu schätzen. 5 Euro von Sandro, bis mit Barca, bester YouTuber. Danke an euch beide, dass ihr gestern meinen Scuff unterschrieben habt. Ja, normal, Digga, alles unterschrieben. Ich habe so viele Sachen gestern unterschrieben. Und wie gesagt, das Kissen bekommen, das war das Beste. Dann haben wir von Helvetic Thanos, haben wir 3 Euro. Er schreibt, hi Marcel, wenn du Lust hast, in einem Livestream meinen Account zu benutzen, aber alle DLC primär und Sekundärwaffen bleibst du wie du bist der Beste. Dann schreibt mir auf Twitter, also schreibt mir alle auf Twitter, die mir Accounts geben wollen, das weiß ich, dann kann ich es mit euch immer besser absprechen als hier. Und von Feuerfresser82, warum zockst du nicht Infinite Warfare? Ja, die Frage ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, weil das Spiel absolut niemand sehen will von meinen Abonnenten und dann mache ich es auch nicht, ganz einfach. Ich habe auch noch ein ganz gutes Gameplay neulich aufgenommen. Digga, ich krieg so viel Donations, ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Was, eben kam 50 Euro rein? What the fuck, Alter. Marcel, hast du schon dein Spezi geändert? Ach gut, sehr gut. Welchen soll ich spielen? Du darfst dir aussuchen. Such eine neue Lobby. Ja. Ich will das nicht spielen. Sag nur, welchen Specialist ich nehmen soll. Tempest. Mit Tempest macht man immer seine Streaks, glaub mir einfach. Er hat so eine Glatze. Er hat ihn in Gold natürlich, er hat alles auf Gold. Macht das eigentlich noch Spaß oder nicht? MB3. Übel, es gibt keine Hacker mehr, Digga. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Jetzt werden alle MW3 spielen und ich habe sie wieder selber versaut, Alter. Ja. Ich merke manchmal, ohne Witz, wie du, wenn du bei Scorpion Plays einen Satz sagst, ne, ich merke so richtig, wie du das komplette COD-Geschehen einfach verändern wirst mit dem einen Satz. Ne? Deswegen, ich finde es immer echt ein bisschen gefährlich, was du sagst. Und ja, du sagst aber Omi, Digga. Also zum Beispiel, wenn du bloß einmal sagst, zum Beispiel, oh mein Gott, das macht so Spaß, mit High Caliber zu spielen. Digga, du wirst diesen Tag, du wirst einfach nie wieder gegen irgendwen spielen, der kein High Caliber zockt. Weißt du, wie ich meine? Ja, so, aber als Tesco damals. Das Geschehen des Spiels. Ja, aber als Tesco damals die FAL mit Schalldämpfer und Dingens Autofire gespielt hat, hat auch jeder benutzt, Digga. So, nein, ich meine, weil du willst das ja eigentlich selber nicht, aber du fixst dich einfach selber damit. Yo, Jim, was geht? Wir streamen beide. Hi, Jim. Alles gut bei dir? Yo, was geht? Ja, bei dir? Ja, normal, alles super. Ich hab meinen PC wieder hinbekommen. Willst du mitspielen? Ich hätte rausgekickt, Marcel. Oh, nein, 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 ist nur zweiter Loadscreen, chill mal. Der zweite Loadscreen? Kennst du den nicht? Ja, doch schon, aber wieso braucht das Spiel nochmal einen Loadscreen? Ja, so, weil das Team nochmal neu gemischt wird. Warum lädst du? Lad schneller los. So. Also ein Raptor, falls du das siehst, dein G-Fuel, was ich für dich mitbestellt habe, ist auch gekommen, Digga. Also. So, jetzt guck mal. Du bist extrem inaktiv. Ich habe 50 D-Abos gemacht, seitdem ich das Video hochgeladen habe. Hast du die Challenge hochgeladen? Mhm. Da muss ich mir noch geben. Freue ich mich schon übelst drauf, Alter. Ich habe 50 D-Abos gemacht. Oh, heute schon 50 D-Abos. Guter YouTube-Tag. Für manche Leute ist es echt ein guter Tag, die dann viel weniger bekommen. Ich meine, das Video hat 1061 Likes und 21. Ist doch klar, dass da 50 Leute die abonnieren. Ja. Normal. Boah, Omi, ich weiß nicht, welche Waffe ich spiele. Ich spiele es wie ein Manowar, Alter. Never change. Aber ich habe schnell ziehen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe die Envy-Tarnung, die ist so. Oh, zwei. Wieso sind jetzt. Wo sind die beiden Prestige-Mann? Ja, komm, Digga, komm mit Brecci, Mann. Ich fick deine Mutter, Amana Fackfuck. Was? Mann, Digga. Ich würde seiner Mutter gern so die. Na, dann werde ich wieder nicht werbefreundlich eingestuft. Ach, bin ich sowieso schon nicht. Eh nie wieder YouTube-Money bekommen. Ich will seiner Mutter die Brettchen in den Arsch rammen! So, das wollte ich sagen. So, das habe ich doch gemacht, Alter. Da hinten ist einer, Hilfe. Ja, hier ist er. Komm! Nur jetzt blüht mir die Brettchen, du kleines Stück Scheiße, Alter. So. Spawnen die nicht hier? Anscheinend nicht. Womit, ich kann das nicht. Ich will gegen Noobs spielen, weißt du, was ich meine? Ja, Digga, aber dafür kann ich auch nichts. Man kann sich die Lobby halt nicht wünschen. Wir müssen halt dann einfach suchen für 5 Minuten. Dann haben wir doch so eine Lobby. Du spielst halt einfach jede Lobby, da wo wir halt reinkommen. Das ist halt das Problem.
Soll ich ihn mal direkt quitten, oder was? Die sind so tot, die Accounts. Neue. Ey, ich hab so Angst vor dem Trenchy-Typen. Ich camp so. Account vom Scope, Digga. Der Typ, der hat ihn mir so ausgeliehen und ich hab ihn gerade einfach so getötet. Nein, so schön wird's schon nicht sein. Ich werde in meiner Feier, dass ich den Account von ihm benutze. Ja, und jetzt auf einmal von beiden Seiten, Alter. Ich hab so Bock, mich aufzuregen gerade. Ja, holst du mich? Oh, nee. Mist. Wird halt weggetrailt, weißt du? Ich mache halt schon so ein paar Kills. 3 Stück hintereinander, das war gerade ganz nice, aber... Irgendwie fehlt... Ja, der wird gebraten. Ich brauch gar nicht mehr gucken, Alter. Ich liebe diesen Moment. Na? Na? Sag mir, wie viel Spaß macht Tempest, Digga. Ich hab recht, oder? Ich werde nie ein anderes Specialist benutzen. Guter Junge. Digga, wie lange hat man den Tempest vor allem? Nein, was? Oh Gott, ich hab so geschockt. Oh mein Gott, nein. Guck mal, die sind ja nicht mal gut, Mann. Aber BMW, BMX-Driver, spielt zu wenigstens mit einer vernünftigen Waffe jetzt, Alter. Aufpassen, da links außen kommt einer. Ja, der leckt. Omid, er leckt und holt mich, Mann! Korrekt. Ja, er kommt wieder. Scheiße. Ich hab so Angst. Die ist echt nice, die Tarnung. Kleeblatt-Tarnung. Oder wie heißt die? Luck of the Irish. Ja. Glück der Iren. Bester Name. Auf Deutsch mal wieder. Kann man hier eigentlich durchsliden? Nein. Nee. Okay. Also, ich hab's auch schon so oft versucht, Alter. Ich hab's noch nie probiert. Ich kann da doch so runterkriechen, oder? Man kann auch durchsliden, wenn man es im richtigen Moment macht. Bin ich mir sicher. Nein. Echt jetzt? Ja, ich glaub schon, Digga. Ich hab's auch noch nie geschafft. Man kann bloß kriechen, Digga. Ich hab nicht mal Strahlen, weil ich werde so tot sein in 2 Sekunden. Hallo, kann ich mal bitte irgendwo ein Gegner kommen? Dankeschön. Oh mein Gott, es kommen alle 4 auf einmal, ne? Marcel, guck in den Feed. So lustig. Ja, genau. Easy 5 Kills abgesneakt, das ist der Omid-Modus. Ja, mach mal einen Hater. Wie so eine Krähe. Was? Alter, ja, okay, Reiniger. Doch, es geht, was? Ernsthaft? Man kann echt darunter stylen. Ja, ich glaube auch, dass es geht, Digga. Aber da habe ich wohl einfach scheiß Timing gehabt. Nein, ich will allein das zu wissen, dass diese Prestige-Master drin sind, das regt mich so auf, das fickt so meine Ingame-Psyche, Alter. Ja, lass mich in Ruhe, Mann. Ja, der spawnt hier. Was ist denn hier? Digga, nein. Hätte ich dem jetzt einen Turn gegeben, das hätte ich so genossen, aber ja. Ich meine, hast du einen Turn vorhin gesehen im Stream? Nee, ne? Den auf Fringe. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Gestern wurde ich einfach 2-mal hintereinander so gegravity-spiked innerhalb von 5 Sekunden, ey. Das war echt kein schönes Gefühl. Ja, ist er wieder. Wahrscheinlich hat er schon wieder... Nein! Omid, ich verliere! Was ist denn los, Digga? Ich werd so gefickt von jedem, Digga! Erst Level 5, no Prestige! Ich muss noch ein G-Fuel trinken. Ich schwör, ich mach mir jetzt noch einen, Digga. Wie schmeckt das eigentlich, Marcel? Beschreib es mir mit Worten. Willst du mitspielen, Jam? So wie hochkonzentrierter... Limonadensaft. Oh nein. Hochkonzentrierter. Oh, heftig. Ich will nicht mitspielen, weil ich habe die One angeschlossen. Ich muss 3 Kabel umstecken und dafür bin ich zu faul. Achso, ja. Soll ich meine One auch die Tage mal anschließen? Digga, absolut 11 Stunden gespielt letztens, ne? Bockt übelst, oder was? Hatte noch nie so viel Spaß. Echt in den letzten jetzt? 6 Monaten. Ja, wirklich. Massi auch nicht. Massi meinte, wir haben in einem GB mehr Spaß gehabt als in ganz BO3. Leute, ich glaube, ich hatte gerade gar nicht meinen ganzen Scoop drin, Alter. So. Wie viel G-Fuel davon am Tag? da ist ja nicht mal Taurin und so drin, glaube ich. Du wirst nicht sterben, wenn du zu viel nimmst oder so, Marcel, alles gut. Ich glaube, es funktioniert eh anders. Hey Marcel, wenn du viel Red Bull hast oder so, kauf die Arizona, das schmeckt übel geil und ja, ist auch so süß und dann hat man halt keinen Energy Drink in sich. Arizona ist echt nice, Alter, aber alles so viel Zucker, ey. Ja, egal, Digga. Man lebt nur einmal. So. Man stirbt auch nur einmal. Ich wollte gerade sagen. Wie pessimistisch. Willst du mitspielen? Ah ne, du willst ja nicht mitspielen. Omid, wollen wir wieder zusammen spielen? Ja, wir können ja schon halt 3 Kabel umstellen, das ist belasten. Die 5000 Leute, die jetzt immer noch im Stream sind, haben auch nichts Besseres zu tun am Sonntag, Alter. Ich liebe euch aber dafür. So, okay. Wir hatten einfach vorhin 8k Viewer, ne? So einfach mal auf trocken. Soll ich nur rumschreien, wird es komischerweise weniger. Digga, wenn du mal einen COD am Start hättest, was so ordentlich gehypt wird, dann wäre das auch absolut gar kein Problem, irgendwie 25k oder so. Ja, das Ding ist halt COD, ist halt so gespalten, Digga.
Allein, dass mein Zweikanal von Lethe sich ein Spiel hochladet, was nicht mehr aktuell ist, ist schon eigentlich weird. Ja, ist schon traurig, Digga. Schon echt eine traurige Welt. Marcel, kann ich dir joinen, bitte? Ja. Nein, weil bei dir ist Mandeep drin. Ja, warte, join jetzt. Ich bin so am Triggern. Nein, ich habe keinen Host-Alert, Leute. Brauche ich auch nicht. Ich meine, wie oft werde ich denn bitte schon gehostet von irgendwem? Dann will ich die ganze Zeit von Leuten mit null Viewern gehostet werden, bloß damit sie den Alert bekommen. Ist ja auch nicht so eine Sache. Ja, ist ja auch voll dumm. Einer schreibt, also der Chinese haut 5 Euro raus und fragt, hast du dir schon mal überlegt, die PS4 Pro zu holen? Das Spiel ist viel flüssiger und so. Wenn das echt so ist, dann hole ich mir die sofort. Dein Kabel ist schon wired auf jeden Fall. Also echt? Dein Kabel überträgt das Signal und nicht nur Strom. Du kannst es mit USB-Kabel einfach anschließen, dann ist es einfach wired. Ach so. Ja, das ist ja übelst geil. Naja, damit haben sie jetzt diese ganzen LAN. Haben sie ja die ganzen LAN-Probleme quasi gelöst. Marcel, ich kann nicht joinen. Warte mal. Start mal ganz kurz neu. Du? Ja, ja. Ja, ich mach auch. So, dann haben wir hier von Migay 4 Euro. Vielen Dank. Er schreibt, feier dich und deine Videos. Grüß Fabian, bleib so besser, Mann. Grüße an Fabian, gehen raus. Dann haben wir von xxaim-skillxx 5 Euro. Er schreibt, hey Marcel, bester Mann, korrekter YouTuber, Team Impact Forever. Ja, das sehen wir hier auch alle so. Vielen, vielen Dank. Marcel Scorpions Kumpel heißt der Typ. Er schreibt, für 3 Euro bester YouTuber, freue mich jeden Tag auf deine Videos, mach weiter so, wie du bist. Hab mir Tryhard vorbestellt. Ah, das Buch. Ach, ich habe noch nie gehört, dass es mir jemand so auf die Art geschrieben hat. Ja, korrekt, Mann, dankeschön. Als hätte er sich so einen Tryhard vorbestellt, der so nach Hause kommt und viel zockt. Er kommt, so eine auflassbare Tryhard-Puppe, die so Gameplays erspielt. Boah, die hätte ich sowas von zu Hause. Joris Geis haut für 3 Euro Folgendes raus. Du bist echt der geilste Typ, bleibst so, wie du bist. Dies geht auch an Omid. Also Omid, du wurdest gerade gepropst. Aber du bist eher auf Mute, also von daher fick dich. Dann haben wir von Schwanzkopf 3 Euro. Er schreibt, hi Marcel, hab gerade einmal richtig geschwitzt, hab 2 mein TDM-Raps erreicht, du hast mir gerade irgendwie Kraft gegeben. Ja, Digga, dann gebe ich dir gerne Kraft, Alter. Dann haben wir von Marvin Brockmeier 5 Euro. Er schreibt, hey Marcel, grüß Sonny von mir und grüße meine Freundin Sophie. Wahrscheinlich Sophie, also Grüße an die gehen auf jeden Fall raus. Sonny, grüß dich dann später. Jetzt kommt gleich die 50 Euro Donation, Alter. Krank. Bro, ich kann ja nicht reinjoinen, Marcel. Warte, ja, warte. Ich krieg einen. Warte, ich mach kurz die Party ein bisschen größer. Okay, versuch's mal jetzt. Allein schon, dass ich im BO3 hier Call of Duty World War 2 lese, ohne Witz. Mir wird so warm ums Herz, ist ja nicht mehr normal, Alter. Ja, wird's warm, Digga. So. So. Korrekt, da. Wir spielen hier so irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte Bock auf so eine Stellungsrunde mit Abonnenten irgendwie, keine Ahnung. Scheiß auf die Lobby, sieht so gut aus, ich will nie wieder was anderes spielen. Ich liebe das so. Obwohl, ne, die ist absolut nicht gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Accounts sind so tot. Vielleicht wird es ja so in den letzten Runden gemessen, wie gut man spielt, wie gut die Lobbys sind. Da müsste man so oft den Account wechseln. Lass mal Stronghold bitte spielen. Okay. Ja, wird sowieso Lass Hunted. Lass mal bitte lieber Zufall wählen, weil bevor wir Hunted spielen. Nein, Stronghold, aber, da war... Da. Sehr gut, okay. Dann haben wir... Nein. Oh Gott, egal, die Map ist auch okay, finde ich. Wir haben 4,33 € von Alex Gerber. Er schreibt, kommst du mal in die Schweiz und machst dort ein Ferntreffen. Ja, ist auf jeden Fall fehlt die Schweiz jetzt noch im deutschsprachigen Raum. Also von daher könnte es schon sein. Die Schweiz ist echt schön, Alter. Ja, Mann, aber ich fand Wien auch schön. Ich bin nur einmal in Zürich, ne? Da ist ja echt alles so sauber, Alter. Sieht so geleckt aus einfach. Ah, der Hannes, der eben wegen Abonnententreffen gefragt hat, schreibt, ach so, nee, Digga, ich bin auch aus Berlin, hatte schon absolut Panik, dass ich was verpasst habe. Und der mit dem Auto, falls du dich erinnerst. Aha, ja, das weiß ich noch. Das war an dem Tag, als ich meine Schlüssel abgeholt habe, habe ich auf dem Postbank-Parkplatz bei Abonnenten begegnet, der sich gerade Geld geholt hat, weil er sich ein Auto gekauft hat.
Und jetzt kommt Patrick mit 50 motherfucking Euro und schreibt: Yo Marcel, danke nochmal für gestern in Wien für die zwei Controller und Headset-Autogramme. Und das soll ich jetzt leise lesen. Ja, okay, kann ich später machen. Vielen, vielen Dank für 50 Euro, Digga. Wirklich vielen, vielen Dank. So, ich trinke jetzt mal aus jetzt. Wie viele Stunden warst du denn da überhaupt am Start? Da war ich von 9 Uhr bis 18 Uhr, aber Autogrammstunden waren 4 Stunden davon. Das war echt heller anstrengend. Mann, lass mich. Okay. Oh Gott! Was war das? Ich bin so shit, Alter. Heilige Kacke. Digga, ich Nein. hab gar nicht nachgedacht. Oh Mann. Ey, warum tryharden jetzt unsere Gegner, Mann? Ich versteh's halt einfach nicht. Ich bin gerade ohne Strahldämpfer. Wie ist denn das überhaupt möglich? Oh Gott, nee, ich hab mir gerade Strahldämpfer reingetan, dafür habe ich schnell Ziehen rausgenommen sogar. Ja, die Kiste für 60 Kryptos ist echt unnötig. Bloß damit mir keine Duplikate bekommt, ich weiß nicht. Obwohl. Wenn man schon alles hat, dann ist es halt sick. Hast, dann ist es halt korrekt, aber ich hab halt. Oh, wie er dich aufgeschlitzt hat! Gehen, ich hab so Angst vor ihm! Der hat mich gerade eben schon mal aufgeschlitzt, Digga. Nein, oh, ich hab so gut gespielt. Egal, ich glaube, ich komme jetzt wieder rein. Account, deswegen. Leute, wie oft will er mich noch aufschlitzen? Ich glaube das gerade nicht. Jetzt schon zum dritten Mal, Digga. Ich hab 4 Tode, ich wurde davon einfach 3-mal gemessert, Marcel. Er ist auch immer so wie so ein Kranker auf dich zugerannt, Digga. Ich lag diesmal auf dem Boden, weißt du? Woran musst du denken, wenn du Hunted siehst? Was ist das Erste, was dir einfällt? Ich denke an die Runde gegen KSI und so. Echt? Ja, ja. Ich denke so krass an Fabi gegen Giants, Alter. Wo mein motherfucking Herz gebrochen wurde, Alter. Nur weil Torres nicht einmal nicht 0 zu 7 gehen kann, den Spaß. Ja, tot, Alter, fuck. Torres hat ja, stand ja 0-5. So heftig outgunnen, Digga. Ja, Mann, ich weiß. Torres stand ja 0-5, wir alle so Torres, Torres. Und dann hat er diese zwei übelsten dicken Knife-Kills mit der RK5-Boxen gemacht, Alter. Das war echt krass. Aber da hat die Welt einfach in der Sekunde so gut gemeint mit ihm, ne? Ja, übelst. Einfach nicht absolut, denkst, ey, das war schon gut von ihm. Das war echt richtig, da hat man wirklich gemerkt, dass das eine Situation war, die, ich werde aufgeschlitzt, die sollte halt klappen, weißt du, was ich meine? Das sollte halt so sein, das hat man übelst gemerkt. Aber dass die dann 2B fort werden, weißt du, dann am Ende, das, ja, das ist halt so eine Szene, da wo man sich dann so denkt, er hat das nicht geholt, damit dann sowas passiert. Ja. Marcel, jemand schreibt D-Abo, weil du keinen Bock auf Arbeit hast und eben mal eine Challenge hochlädst. Bei dir? Die Menschen sind so dumm. Bei Haptic würde ich auch schreiben, dass er keine Arbeit investiert, ihr kleinen Hurensöhne, die das machen. Unglaublich. So frech, Alter. Haptic steckt mehr Arbeit rein als alle YouTuber zusammen, Mann. Gegen Haptic mache ich einen Scheiß auf YouTube, Alter. Zumindest, wenn man den Pro-Video-Aufwand sieht. Insgesamt kommt es wahrscheinlich dann aufs Gleiche hinaus. Weil ich natürlich absolut... Ja, mehr bei dir wahrscheinlich. Oh. Habt ihr schon das Video gesehen bei Julian Bam oder nicht, Alter? Das Haus? Ja, ja. Überheftig, ne? Sieht so sexy aus, Alter. Sag mal, steht das auch in Köln oder nicht? Ja, wollte ich genau auch gerade fragen, aber bestimmt irgendwo so ein Vorort. Das Ding ist, ich kenne mich eigentlich ganz gut in Köln aus und es gibt auch solche Villen und Häuser und so, aber und zwar so genügend in Köln, das ist ja nicht mehr normal. Also ich kann mir nicht vorstellen. Oh, pass auf, da oben. Auf dem Stein irgendwie da, glaube ich. Ey, Digga, ich komme gerade nicht auf diese Lobby klar, ne? Ach, du stehst 18-6, ey, das ist die erste Runde, wo ich. Ja, wow, aber ich spiele. Keine Ahnung, was. Digga, das G-Fuel knallt auch gerade übelst rein. Ich bin richtig fokussiert gerade, wirklich. Nein, oh, das macht keinen Spaß. Irgendwie schmeckt das Lemonade ein bisschen nach Fisch, würde ich sagen. 1, 3 oder 7, Leute, ab in den Chat damit. Ach komm. Ich brauch mehr G-Fuel. Kein Spaß, ich hör jetzt auf damit. Er wollte mich schon wieder so aufschlitzen. Er wollte schon wieder so meine Familie beerdigen. Ich habe gerade einen heftigen Freestyle. Und zwar, ich wollte gerade sagen, ich kassiere schon wieder komische Geräte halt. Komische Geräte wegen komische Movement-Sachen und so von den Gegnern. Nein! Ich habe schon gemessert. Ich kassiere komische Geräte wie Sexshop-Mitarbeiter, weil die kassieren ja und komische. Was steht hier? Jam? Papa? Hä? Warum bei sowas sagst du, du hast mich? Von der war eher. Ja, das ist doch eigentlich das Schlimmste, ja, bei sowas. Ja, aber der ist nicht gut, weil komische Geräte ist ja subjektiv. Andere sehen sie als normale Geräte an. Also. Manche Ernst, bauen ja auch selber Sachen, habe ich gehört, Jam. Du musst. Oh.
Ich hab's nicht vergessen, Digga. Ich vergesse nämlich nichts. Aber egal, hör mal auf darüber zu reden. So, ist das Wetter bei dir auch so komisch? Bei mir wechselt es die ganze Zeit. Es ist heller Shit in Deutschland zur Zeit, Mann. Es ist so ich, scheiße. Ich habe einen besseren Freestyle, Digga. Ich habe einen besseren. Oh. Okay. Du, ich kassiere komische Geräte. Feindliches, verstärktes Artikel leben. Das ist gut. Verstehst du? Da ist komisch nämlich objektiv, du Huren. Nein, Spaß. Ich liebe das. Ich komme nicht in meine AdSense rein, ich will meinen. Boah, der Tempest war so big, Alter, der war so heftig. Marcel kennt sich mit AdSense aus? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe noch nie in meinem Leben AdSense angehabt, weil ich so Angst davor hatte, gestrikt zu werden früher. Ich will meinen zweiten Account dazu irgendwie loggen. Ich habe YouTube angeschrieben und anstatt mir zu helfen, sagen sie so, ja, ist möglich. Cool, danke. Das ist möglich. Das ist so, wie ja, du fragst jemanden so, wissen Sie, wie es nach Tempelhof geht? Ja, und geht so weg. Oder? Oh nein! Was ein Geschütz, ich hab so Angst. Nein! Ich bin 30 Punkte vor Hater, Omi, 30 Punkte. Das ist so, als würde er sagen, du musst in eine Richtung laufen und dann geht er. Das ist ja nicht falsch an sich. Hier ist ein Cerberus, Alter. Oh nein, ich will er nicht zerren. Er läuft erst so weg, kommt dann so wieder und sagt dann so ja und dann geht er wieder. Oh mein Gott, ich hab Hater. Nice, gut gemacht. Ja. Ich warte noch auf deinen ersten heute, aber ich glaube dran, irgendwann kommt der. Spaß, ich weiß nicht, was du auf Combine gemacht hast, alles gut. Hä, so voll angegriffen. Ohne Witz, das spielst du einmal gut, Marcel, und dann kommt sofort sowas aus. Wo ist denn der Typ hier hinten, Digga? Hä, ich hol mir erstmal den. So. Feind ausgeschaltet. Ja, was macht denn der? Oh, 100er Prezi, ja, komm her. You wanna fuck with me, boy? Digga, ich habe einfach keine Chance gegen die. Ich spiele einfach wie so ein Mülleimer. In Österreich absolut Winter. So lustig, gestern war so okay. Guten Tag, Umid und Marcel und der andere. Ja. Nice, Mann. Ey, Sonja hatte gestern einen Stuhl beim Dingens. Ich wollte es gerade sagen. Ach so, da. Ja, man denkt da auch sofort irgendwie dran, Digga. Hey, was? Digga, C4 im Ernst, Alter, wir spielen Team Deathmatch, du. Soll ich auch unterschreiben? Ja, wenn du willst. Digga, ich hab. Nee, aber einer hat Sonja noch einen besseren Rose gestern gegeben. Und zwar hat er gesagt. Nee, also er guckt sie so ganz lange an, er fragt sie, soll ich unterschreiben? Dann sagt er, nee, du heute nicht. Digga. Was, wirklich? Ja, der wieso war, hauen die eigentlich sowas raus, Digga? Der war 8 Jahre alt oder so, warum der Typ. Sind sie so frech? Der war auch auf einmal Backstage, auf einmal hat sein Vater da gearbeitet, so. Wahrscheinlich wurde er während der Veranstaltung dort angestellt, Alter. Er war erst noch in der Autogrammstunde und danach war er Backstage, kein Witz. Der 8, Digga, hat sich ja so reingesortet, Alter. Ja. Digga, das ist so. Wie kann das CDM so knapp sein? Schau mal, wie viele Tote ich hab, Digga. Infanterie erledigt. Ich würde sonst niemals bei sowas überhaupt drin bleiben, Mann. Ich kann mich gerade einfach nicht konzentrieren. Haben wir noch Gin schreiben? Oh nein. Gott, wegen drin bleiben, jetzt verstehe ich's, Alter. Mein Gott. Und du sagst, ich soll sterben. Nee, du hast fick dich gesagt. Ich weiß nicht mehr. Jetzt will ich die Tempest-Kill-Cam machen. Komm. Komm. Oh, das wäre so krank, hätte ich den ersten getroffen. Sag, Digga, wie kannst du denn so viele Tode haben? Digga, ich check's nicht, Mann. Digga, du hast gesehen, wie ich gestorben bin. Ich wurde die ganze Zeit geneift und von C4 und von so einer Scheiße geholt. Ich check's nicht, wie schlechte Portiere. Kleiner Zack. So, Leute. Wir waren hier noch bei ZAM Freaks für 3 Euro. Er schreibt, zock nachher bitte mal GTA 5. Hab mir gestern deine alten GTA 5 Videos angeguckt und feier die übelst. Bist der heftigste YouTuber, Digga. Das war doch 2013, wo ich irgendwie einen Hund über die Straße gekickt habe und so. Das fandst du gut? Dann. Okay. Durch dich habe ich mit COD angefangen und bin richtig heftig geworden. Okay, Digga, du hast Ego. Nein, aber freut mich, Digga. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Looks Like Return ist auch öfter mal am Start. Haut 5 Euro raus und schreibt, yo Marcel, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut, Digga. Vielen Dank. So, haben wir jetzt langsam mal alle durch? Es sind schon wieder so viele dazugekommen. So. Hey, what? Bin gleich wieder da, falls jemanden interessiert. So. Irgendwann kriege ich meinen Wie findest du das neue Lied von Mert? Ich find's richtig cool, Leute. Das Ding ist, ich hab oft in dem Abspann
von seinen alten Videos immer das gehört und es hat sich so richtig angehört wie Sonnenbank-Flavor von Bushido, ne? Und ich wusste schon, dass das Lied quasi daran angelehnt ist und wo ich dann den Titel gesehen habe, dann war es ja für mich klar, dass das quasi eine Anspielung sein soll. Und das Lied ist auch richtig cool geworden. Von Mert das Neue? Ja, richtig korrekt, Alter. Ja, ich finde es, also ich finde, ja, finde ich es richtig. Ich finde es halt korrekt, geiler, wenn du damals so Bushido und so gefeiert hast, dann ist es halt schon so korrekt, so mit Sonnenbank-Flavor und so, weißt du, wie ich meine? Ja, klar, normal. Das finde ich eh cool, wenn Leute so sind, weil die meisten gönnen es ja sich gegenseitig überhaupt nicht. Wenn man dann sowas mal so einbaut als Easter Egg, ist das schon nice. Nicht nur deswegen, ich meine, es gibt viele, die würden dann sowas dann kopieren. Ah, was geht, Massi? Alles gut bei dir? Wir streamen, ne, Massi? Jo, Digga. Okay. Darf ich jetzt also nicht über Ehrenmord und Frauenrechte reden? Das wird so als Video oben bleiben, Digga. Wie lustig das. Ja, oh Gott, die Lobby wird so schlimm. Ey, ich bin so auf 2G-Fuel, Massi. Echt? Ja, Mann, ich hab mir das mal gesagt. Wie gönnst du dir das, Digga? Ich hab's mir jetzt, es kam heute an, also ich hab's heute von, ich hab so bei den Nachbarn geklingelt und hab mir so das Paket, so die denken so absolut, ich bestell mir so Gardinen oder so Teller, sowas Artiges, ich hab absolut Drogen fürs Zocken, Alter. Was hast du für einen Geschmack? Ich hab 4 Stück. Hast du Faceberry? Nee, hab ich nicht, weil irgendwer meinte, das ist nicht so geil. Ich hab genau das, Digga, und ich feier das. Ich hab Lemonade auch und so. Ich finde das echt nicht so nice, Alter. Nesbis meinte, das ist nicht so geil, irgendwie, keine Ahnung. Alter, Umid, Mann, ich hab dich übelst lang nicht mehr gehört. Wo steckst du, mein Lieblings-Iraner? Bro, mein PC war kaputt. Ja. Jetzt bin ich wieder die absolute Kenne-Crew und Marcel, Alter. Aber es ist so lustig, ich meine, ich will unbedingt mal zusammen ein Video mit Jem, Massi. Mit Jem und Massi, Digga, das wird Gott, so lustig. Ich will Black Ops 2 spielen jetzt. Ja, ich auch. Ich mach an. Oh! Ey, Mann, so schaut, dass wir jetzt zu viert BO3 spielen, Alter. Xbox One ist echt muss, so eine, ich fühle mich zu Hause. Ich zock jetzt nur kurz BO2, dann cut ich das Impact-Video zu Ende, dann mach ich noch kurz ein BO3-Video und dann wieder BO2. Ich bin heute mit Impact-Upload dran, ne? Ach, du bist halt dran? Ah, nee, dann mach du heute, das ist gut. Dann mach ich morgen. Ich hätte schon hochladen müssen eigentlich, aber ich bin... Ja, okay, dann ist doch gut, dann haben wir alle einen Tag Delay, dann weiß ich es wenigstens. Ja, Marcel, wenn du nicht ein Video oder sowas schaffst, dann kannst du auch einfach mal irgendwie eine Stunde oder so auf dem Impact-Kanal streamen, so. Weißt du, ich meine, wenn du... Ja, aber ein Video krieg ich easy hin. Willst. Eine Runde Gun Game geht mal easy. Muss halt selber. Leute, ihr müsst wissen, für alle, die jetzt gerade zuschauen, Gun Game als YouTuber bedeutet so, das ist das Video, wenn man keine Idee und keine Zeit hat, macht man ein Gun Game Video. Nein, Digga, aber ich habe einmal ein Gun Game. Oh mein Gott, bin ich gut in COD! So. Nein, ich bin so scheiße. Ich hab 10 zu 3. Ich habe einmal ein Gun Game Video gemacht, weil ich mir dachte, ich habe einfach noch nie ein Gun Game Video gemacht und ich muss auch mal eins machen. Digga, die Serie bei Scrumpy hat absolut eine 500.000 Klicks bekommen, Gun Game. Jedes Mal. Was? Übel abgegangen bei ihm, ja wirklich. Er hat so Gun Games gemacht. Ohne einen einzigen Schatz, ist zwei so lustig. Hater. Gun Games in BO3, so 3 Stück hintereinander einfach. Das ging 15 Minuten, hat immer 500.000 Klicks. Klingt nach einem krassen Konzept. So, jetzt ist gerade der G-Fuel bei mir richtig angeschlagen. Ich merke das gerade die letzten 2 Runden, Alter. G-Fuel-Kicks, ich bin so in der Lobby gerade, Leute, ne? Das ist so lustig. Ohne Witz, ich habe jetzt auch so Bock, mir jetzt so ein G-Fuel zu sorten. Nur weil ich davon rede, das ist allein pures Gift, Alter. Ja, Jem, ja. Du hast keine Ahnung, wie Bock ich habe, dieses Video hochzuladen, was wir aufgenommen haben mit Digga. Dome. Ich auch, wo ich absolut schocke. Bei MV nur und so. Digga, das ist so schön, oh mein Gott. Nein. Ey, aber wenn du mal so überlegst, Digga, letzte Map, 5-5 und ich mache ein Ace, ist schon... Ja, Spoiler halt noch mehr. Du ja, so, okay. Wir hatten dann gewonnen. Der ist nur Gegner. Vielleicht hast du einen Ace gemacht, aber die Bombe nicht mehr defused. Also von daher ist noch alles offen. Ach scheiße, auch die 5000 Leute, die zuschauen gerade. Ich fick euch alle. Spaß, ich mag euch. Ey, du bist ein Hurensohn, Blaze Junis, Digga, du Wichser. Ayub! Slums B-Bombe. Ayub! Halt die Fresse. Was? Massi hat was gesagt, was niemand verstehen soll, bitte. Danke. Nein, ey, jetzt kommt mal ein bisschen raus hier. Digga, komm. Die hocken alle bei uns hier im Haus, die ganzen Teammates. Hoff mal raus. Er soll mal hier kommen. Passiven. Also soll ich mein Imp-Video hochladen, oder? Ja. Okay. Ach, der will mich hier snipen die ganze Zeit. Das versucht der. Alter, ich hab Todesangst vor ihm. Nein. Mein ist kommt. Zwei Gun Game habe ich noch nie gesehen. Boah, das ist richtig geil, Digga. Das sind die schlechtesten Gegner der Welt online. Das ist so Hammer. Er will so rotzen gerade. Nein, ich hab doch das Video schon, Digga. Das ist doch das ist so sick, das Video. Du hast magst es. Ne, ich musste noch Musik drauf machen. Wenn es jetzt nicht bei Autosave ist, wäre Premiere Leute, wie spielen die? Ich check's nicht. Box ich wieder meinen Bildschirm um.
Xbox Umnahme nach. Wir rennen so rein. Ey, Digga, ich bin so gut eigentlich, Mann. Ich hab den Hater eben wieder genau um 2 gechoked und jetzt bin ich wieder 3 vor. Der Beste. Ja. Ja, Gott sei Dank, das Video ist hier. Ja, ich bin 1 vor und der Typ stirbt nicht, ne? Das ist so geil. Ja, hab Hater. Korrekt, Moment, jetzt snick ich mir alle Kills ab, die ich nicht verdient habe. Wenigstens ehrlich. Wie war es eigentlich in Österreich, Marcel? War schon nice, Digga. Er holt mich mit Raketenwerfer um, nein. Kamen viele, die du kanntest? Also übelst, es waren sehr viele Abonnenten, ja. Das Ding ist, die haben Anton und mich getrennt, das heißt, die Leute mussten sich zweimal anstellen. Einmal an dem Stand, einmal an dem, so richtig unnötig. Aha, wie dreist, Digga. Ja, das fand ich auch scheiße. Hab ich mich auch voll drüber aufgeregt. Haptic Rush hat begonnen, Black Ops 2 zu spielen, ja, Digga. Haptic Rush Account spielst du? Ja, mein Gaming-Channel so wird auch Haptic Rush heißen, also ihr könnt mich nicht mehr mobben. Als ich einfach einen Impact-Account gemacht hat, Digga, wie geil, Alter. Ja. Ich hab mich so gefreut, Massi. Das klingt halt so ein bisschen fake, Digga. Ich heiße Imp, Abstand Garnelise 93. Geil, jetzt kriegst du richtig viele Einladungen. Oh. Lass noch ein paar Geheimnisse verraten. Let's go, Jungs. Oh nein. Oh Leute, ich bin so gut. Wir beide, von 1 Sekunde nach Ende, sagen wir beide, wie gut wir sind. Ich hab einfach Non-Lethal gespielt, ich hab fast 50 Kills gemacht, obwohl ich so gechoked habe. Oh, du bist der Beste, Omi. Guck mal, wie geil. Ich hab echt direkt die erste. Omi, wie wäre das übertragen worden hier, dieser Schaden? Sag mir, wie das übertragen worden wäre auf den hinteren. Er wäre so geschockt worden. Leute, er wurde sogar geschockt, aber ich hab keinen Kill dafür bekommen. Ja, klar, weil es einfach vorbei war. Damn, joinst du direkt bei mir? Ach, du bist schon drin. Ich bin schon drin. Oh, Digga, Mann. Die ganze Zeit 5000 Viewer, Digga, das hört nicht auf. Und die Donations, ihr rastet so aus, Leute. Wir haben jetzt, ich gucke, wie viel ich schon donated bekommen habe. 360 Euro schon, Alter, wie krank, Mann. Einer heißt einfach. Yeah. Stream? Hä? Ja, ja. Nur in diesem Stream? Ja. Nice. Einer hat sich Hub Haptics Merch genannt. Nice, Digga. Danke für deinen Support. Hoffentlich lügst du nur und ich krieg nie meinen Stuhl. Leute, mit Impact-Merch waren auch wieder unterwegs. Ich schwöre euch, das müssten wir eigentlich schon genug haben, um uns einen Loft zu mieten bei der Gamescom, Alter. Ja, also du meinst, Digga, Markus, dass das eigentlich Markus schon seit 2 Monaten gemacht werden in irgendwelche Projekte. Hör auf, Digga, ich hab Angst. Ja, Omid, ich weiß nicht, warum es nicht passiert wird. Irgendwer hat gesagt, dass das übernimmt, aber es wurde dann nie gemacht. Ja, mir ist es selber scheißegal, Digga. Ich hab hier eine Wohnung, weißt du, ich mein. Richtig, das ist ein richtiger Ehrenmann-Gedanke von dir, Alter. Ja, nein, bei mir ist es halt egal, Digga. Es wird halt gesagt, dass es halt gemacht werden soll und es macht halt dann keiner so, dann juckt's mich halt auch nicht. Lass mal Zufall, bitte. Ja. Er meint ja, er macht das, Digga. Die Lobby ist so gut. Guck dir mal auf die Lobby-Bestenliste an. Ich bin mir schwarz vor Augen, Digga. Nasenbluten. Ach du Scheiße. Geh mal bitte auf Nuketown, Alter. Echt jetzt? Ja, natürlich. Bei so einer Lobby, normal. Ja, hier 4-0, gönn dir, Alter. Ich mag Nuketown einfach nicht, Digga. So, Massi, let's go. MSMC, beste Waffe der Welt. Oh, sie klingt so schön. Da, jetzt ist die Lobby versaut durch Barcelona. Mit seiner 085er KD. Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, das Lobby ist gearbeitet. Omid, ich hab sowas noch nie gesehen. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Alter, Lauma. Das gibt's ja nicht, Digga. Das ist jetzt zu krass. Ich muss mir mal die PDW freischalten. Massi redet einfach in-game. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Wieso hat man mich in-game? Das ist so typisch auch Kiwi gewesen immer, ne? Immer wenn wir so gescrimmt haben, man scrimmt, aber hätte. Ey, Kiwi war gestern auch da. Lol, echt? Ich habe aber nicht mit ihm geredet, ich habe nur gesehen, er hat was unterschrieben. Dann kam einer so, hat mir das gegeben zum Unterschreiben, stand halt Kiwi drauf. Ich dachte, wann hast du den getroffen? Meinte so, er war eben hier und so. Lol. Schwäche wird ihr Untergang sein. Was auch immer. Könnt ihr kein BO2 spielen? Also ich habe kein BO2, Leute. Ich habe gar keinen Bock auf BO2. Ja, das ist so schade, Omi. Glaub mir, du würdest so töten dafür, was Ding und ich machen zusammen. Ja, aber Digga, ich hab kein Geld für eine Xbox One und ein Scuff und so. Hol dir noch einen 360. Jetzt Scuff könnte ich dir sorten, aber jetzt, ich mein... Digga! Oh mein! Es wäre erstmal gut gewesen, wenn ich den PS4 Scuff, den ich bekommen habe, wenn der mal wenigstens funktionieren würde und nicht mal 5 Minuten kaputt geht, Digga. Ich mein, was könnte ich denn noch machen? Ich nein, hab getan, was ich konnte. Nicht du, ich mein Scuff Gaming, Digga. Wie frech sind die eigentlich, dass die mir wieder zurück... Ich? Ja! Wieso denn? Ich kann es nicht hören, meine Ohren bluten, wenn jemand so über Scuff redet, Digga.
bescheuert doch absolut die Wahrheit. Ey, Digga, wieso stehen die absolut Gems? Wie schnell bist du eigentlich raus, Gems? Digga, Mann, was ist das für eine Lobby-Join hier? Ich hab's nicht mehr gemerkt, ich sweat hier noch. Ey. Wie, das Geilste an dem Game schon, ist, man kommt Gems so schnell raus und rein, es gibt einfach kein Ladescreen. Echt so. Boah, das ist echt jetzt... Boah, da muss ich mir das safe holen. Digga, du hast keine Ahnung, was, wie schnell die Games hier anfangen, ne? Massi, sei ehrlich, die letzten Tage, wo wir gezockt haben, dieser eine Tag, da hatten wir doch schon den Spaß unseres Lebens. Oh mein Gott. Spaß. Das sagt man wirklich oft, ne? Aber ich hatte, ich glaube, so zuletzt vor, wo ich competitive auf LANs und so war, so viel Spaß hier an dem Tag. Ey, ich habe den Hater zum Glück noch bekommen. Es ist so frech, Alter. Mein Gott. Ich spiele so gut, ich hätte so die Triple Nuklear verdient, Digga. Hey, wo ist der? Der ist oben. Starte, Jim. Jam? Ja, ich starte gerade, ich such schon. Hä, echt jetzt? Bei mir hängt das irgendwie. Bist du bei mir drin? Streams hier, Spiel live ins Internet, lol. Ja, ich bin bei dir drin. Ja, okay. Jetzt. No homo. Ja, no gut. Homo. Jemen, oh mein Gott, Alter, hab ich die Map vermisst. Nein, 20 Punkte vor, was bin ich für ein Streuner? Ich hab halt keine AR, Digga, ich hab nicht eine AR. Ich bin so krass gerade, das ist unglaublich. Du Wichser hast schon alles, ne, Jam? Alle Klassen, alles. Klar, Digga. Den Account hab ich... 5 Jahre schon oder so. Oh Gott, ich muss für M8 bis Level 49 schwitzen, Digga. Welches Level bist du, Massi? Matze 16. Aber ich will mir diese Sachen noch gar nicht so viel gezockt, ne? Weil ich hab so Bock auf Public Gameplays zu gehen. Ich hab letztens einfach so, wo wir offen gegangen sind, einfach so gespielt, einfach nein, nuklear gemacht, nicht aufgenommen. Nebenbei so eine übelst sicke, aber. BO2 ist Hater, also Orbi hat das Beste, was es gibt, Alter. Ja, das ist echt so. Das ist halt, du weißt einfach oh, genau, wo er kommt. Du weißt hier nicht mal, ob er aus dem Himmel kommt in BO3, Alter. Er wird so richtig herabgesandt, um dich zu holen, Alter. BO3 ja, kommen die so von oben. Manchmal sieht man nur so den Schatten, man weiß, jetzt ist es einfach vorbei. Ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, BO3 ab, es passiert mir echt oft, dass ich einen Hater habe und trotzdem sterbe. Ja, mir auch unnormal. Ich habe die ganze Zeit hier Hater. In BO2 ist der Orbi halt immer nochmal was ganz, ganz anderes, weil da weiß ich, dass der nicht einfach nach unten geschossen werden kann, Alter. In BO3, da ist er einfach mal oben manchmal und innerhalb von 4 Sekunden ist er dann irgendwie wieder weg. Ich finde auch dieses Dunkelrot so schön, das erinnert mich an Black Ops 1, an den Blackbird auch. Bei BO3 ist er ja so hell, ja, der ja. Orbi, die Pfeile. SR71. Er ist Alter. Wirklich ein Gegner, ich dachte, er ist kein Gegner. Ich dachte, es kann gar nicht sein, dass er hier chillt, Alter. Ey, Omid. Ja, bitte. Ich habe so kranke Szenen immer, aber ich mache trotzdem kein Gameplay, weißt du? So heftige Szenen die ganze Zeit. Immer, jeder Kill, den ich mache nie einen Kill, wenn ich da einen mache, ist immer ein Quad-Feed oder ein Three-Piece oder so. Was ist das für ein Host, jetzt? Ja, Digga, oh, ich bin rausgeflogen bei dir. Ja, besser so. Nein. Ja, aber lass uns. Digga, machst du halt deine Viewer, schreiben mir One-on-One und so an, jetzt, weil ich mir Game Attack gesagt habe. Nein. Oh mein Gott. Wieso ist es so knapp, die Runde? Was machen unsere Teammates? Die spielen einfach nicht, die haben keinen Bock auf das Game. Alle drei sind oben im Haus. Ne, ich gehe jetzt von hinten hin. Ich check nicht, wie können die mich immer holen und dann auf einmal rasiere ich die dann so richtig, Alter, krank. Kennt ihr das, wenn die Gravity Spikes nur dieses Geräusch machen, aber sie nicht in den Boden rammt? Dann weißt du, jemand ist gerade richtig sauer, wenn man das Geräusch hört. Dieses Pfeifen einfach, ohne dass der Knall kommt, ich sozusagen. Nie. Ja, genau. So schön. Digga, bleib jetzt hier drin, Jam, fuck it. Okay, haben wir noch Flumme. Ich hab mal gegen so gute gespielt im BO3, dass ich es nicht mal geschafft habe, die Gravity Spikes in den Boden zu rammen, weil sie mich auf dem Weg immer geholt haben. Ich glaube, das waren diese Momentus und so. Oh mein Gott, da sind absolut 7 Leute links, Jim. Was hast du eigentlich für eine URL, Marcel? Scorpion Place. Scorpion Place? Scorpion Place? Ah, okay. Och, das ist das, was ich nie in meinem Leben schaffen werde als YouTuber. Dann ist der ja schon übel alt, oder? Scorpion Place? Mhm. Ja, 2013. Was lag bei mir. Ja. Ich habe auch seitdem schon Videos gemacht. Ich hab ja, FIFA und so, ne? Und Minecraft. Ja, genau. Minecraft war so richtig lang. Es gibt 120 Folgen, die waren auch daily. Weil du hast Minecraft hochgeladen? Digga, das waren so legendäre Videos damals, ohne Witz jetzt. Macht schon echt Spaß, Mats. Ich glaube, du hättest da auch voll Bock drauf, ohne Witz, Alter. Glaubst du echt, Digga? Ja, ja, das wäre übel lustig, vor allem mit dir, ey. Boah, wow, ich gerade so richtig so. Ich hab das noch nie so richtig gezockt, aber Ding. Auf PS3 hatte ich das mal so und dann habe ich auch so ein paar Stunden einfach so gespielt, aber ich glaube so auf dem PC und so, so mit Kollegen, das kann schon... Guck, wie er mich gerettet hat! Jungs, what Haptic the Rush fuck? Ist jetzt Partner bestätigt. Let's go. Wie, nice. Wo, was? Achso, nice. Da steht jetzt so ein Haken, Partner bestätigt. Cool. Bei deinem Account oder was? Wenn ich 10.000 Views habe, kann ich auch monetarisieren.
Okay, korrekt. Okay. Ich dachte, du machst YouTube nicht für Geld. So, ich lese kurz Donations vor. Hab ich nie. Sound muted. So, machen wir es jetzt mal in Ruhe. So, und zwar haben wir hier noch so viele neue Sachen bekommen, Leute. Das ist echt krass. Und zwar haben wir hier, ich weiß nicht, ob ich das schon vorgelesen habe. Also von Justin kommt 5 Euro, er schreibt, yo Marcel, ich feiere deine Videos, mach weiter so. Kurze Frage, kann man ohne Push auf YouTube noch groß werden? PS, brauchst du noch einen Schützling? Ja, Schützlinge sind voll 2013. Aimbrot ist mein Schützling, auch nach wie vor im Übrigen. Und man kann natürlich groß werden, Digga, leichter als je zuvor. Das siehst du doch, was für Leute groß werden, Alter. Dann haben wir hier von einem Skills, haben wir schon, ob ich Abo-Treffen in der Schweiz mache. Manche Donations werden komisch angezeigt, so. 3 Euro von Money Monster. Er schreibt, schau dir die Stats von 2 Shade an. Er hat mehr C4 geworfen, als du Kills in BO2 hast. What the fuck, Alter? 2 Shade. Den merke ich mir auf jeden Fall für DSDSU, Alter. 3 Euro von Energy Gaming. Er schreibt, hier, gönn dir davon einen Döner und kannst du mir sagen, wann du auf der Gamescom bist und kannst du sagen, dass ich bester Mann bin. Ja, Energy Gaming ist bester Mann und auf der Gamescom bin ich wahrscheinlich jeden Tag. Der Braunschweig Große kommt wieder und haut raus. Support ist kein Mord, Bliett. Ich feier dein Rage so. Grüße gehen raus an Jam und den Dude. Wie gesagt, wenn du mal in Braunschweig bist, sag Bescheid. Plemeni-Gönnung des Todes. Ja, Plemeni ist geil, Digga. Warte, ich grüße kurz Jam von dir. Sound Jam, schöne ready, Grüße. Yes, yeah. So. Von der Donation. Von Donation, ja, Grüße zurück. Danke so. Für den Support bei Marcel. Dann haben wir noch von Thorsten 10 Euro. Er schreibt... Ich bin's mal wieder und nein, ich bin nicht dein Vater. Okay, danke, weil letztes Mal dachte ich, dass der Thorsten mein Vater wäre. Aber danke für die 10 Euro trotzdem. Ich nenne dich darf ich trotzdem Papa sagen? YouTube Blacky haut 3 Euro raus und schreibt, wieso spielst du eigentlich kein Infinite Warfare? Ja, das kann jeder hier, könnte das jetzt erklären. Komm, wir nehmen einfach mal zufällig Massi. Warum spiele ich kein Infinite Warfare? Ja, also ich kann dir nur sagen, warum ich nicht spiele. Und zwar, weil das Spiel einfach keinen Spaß macht, vor allem nicht public. Ja, das ist auch genau meine Gründe. Keiner sehen möchte. Genau, das sind die beiden Gründe eigentlich. Weißt du, Competitive hin und her kann ja sogar Bock machen. Ich habe sogar neulich ein paar Runden gezockt, die echt gebockt haben. Ja. Aber das Ding ist, Public, das macht keinen Spaß einfach, echt so. Alter. Ich finde, es macht nicht mal Spaß, wenn du eine Nuklear machst irgendwie. Ja, da habe ich ja nicht meine. Oh, lass Liga spielen, Jam, bitte, danke. Geh raus. Impact Gunner left the game. Marci, Umi, du bist ja nicht drin, die Lobby ist so sick. Ja, Digga, ich find's oft. Ach, ich bin mit richtigen off? Waffen spielen. Hä, warum bist du off? Ich hab jetzt noch zu tun. Was hast du denn zu tun? Spaß. Oha, Digga. Kommt der hier so. Schnell! Jam mal bitte schnell, Jam. Omid hat von uns allen am meisten zu tun, um ehrlich zu sein. Boah, der Slide war so sick. Der sah so schön aus. Na, und jetzt nur. Oh mein Gott, rest in peace in den Chat! Hau rein. Schreibt Rest in Peace in den Chat wieder, Digga. Ich hab jetzt schon 2 absolute Armageddon-Turns verteilt in diesem Livestream. Ey, das ist so schön, so 9 Channels zu starten, so von Ground auf. Ja, okay, Jam, erwähnt's noch öfter. Er hat jetzt einen neuen Gaming-Kanal, der ist Haptic Rush. Jetzt kommt, guckt doch mal vorbei, Leute, mein Gott. Den findet eh keiner, den findet doch noch keiner. Chill mal. Das ist einfach nur so schön, seine Standardbeschreibung so zu machen. Ja, das ist echt geil. Das ist so als würdest du... So. Du machst alles richtig so. Du machst die Fehler von damals nicht. Du hast mir mal eine Standardbeschreibung in L.A. gemacht, Jam, wo so steht World's First Multiplayer Modern Warfare Remastered Ding. Und ich weiß nicht mehr, wie ich es ändere. Das ist bei jedem Video. Digga, du musst einfach am Dashboard da ins Kanal und dann Standard... Oh. Warte. Haptic Rush findet man nicht, Leute. Also gibt's nicht ein, sonst abonniert ihr den falschen Kanal. Okay, lass es sein. Da ist nur ein Kanal mit einem fetten Haar als Kanalbild und das bin ich nicht. Ich werde bald auf jeden Fall mit Jam sowieso noch ein Scorpion-Pass-Video machen und das Ganze nochmal euch genauer vorstellen. Vielen Dank. Ihr wisst ja, meine Bros werden supported. Ja, ich starte Dienstag den Channel. Also, wenn wir Dienstag einen Upload machen können. Ich will nämlich mit dir, mit Massi und mit Anton gleichzeitig um 18. Ja, korrekt, Mann. Digga, ich bin so heller down, jetzt Jemen mit einer M8 zu spielen und alles zu dominieren. Ja, wir können das gerne machen. Also, Jam, wir können das für Dienstag sorten. Easy. Da habe ich wenigstens eine Videoidee. Oi! Oh nein! Sagen, da hat alles angefangen. Oh mein Gott, war das schön. Schön gemoved, Marcello. Nur um jetzt zu sterben? Nein, das sehe ich nicht ein. Ja, meine M8. Ey, die Szene hier ist so krank, Leute. Das ist so heftig. Nein! Ich lebe immer noch. Ich habe es überlebt, das geht gar nicht. Aber mein Teammate hat echt Hater gemacht. Sie ist so tot da. Top, Sniper, perfekt. Als ob du hier hin... Oh, danke, Teammate, danke. Eins von meinen Streaks. Hell yeah.
nicht, wie du da um dein Leben hechtest, Alter. Digga, da hast du Sniper und die ganze Welt. Um meine Mutters Ehre bin ich gesprungen. Digga, du bist so gehechtet um deine Mutters Ehre. Ist das jetzt neu, oder was? Ja. Man muss es immer so hart übertreiben, Alter. Jemand spielt um seine Mutters Ehre, Digga. Oder um die Seele deiner Toten. Mann, hör mal auf, Digga. Ja, scheiße. Nein, ich fall runter an meiner Mutter. Boah, ich hätte auch so Bock, jetzt die One anzuschließen, ne? Aber ich mach das mal in Ruhe. Ich will es jetzt nicht im Stream machen. Aber ich kann es nachher mal so machen. So schön, Digga. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil es ist, gerade jemand Hardpoint 4 gegen 4 mit einem 8 zu spielen. Macht so Spaß, arm und anders. Und dann spielen es auch viele Leute online, ne? Also, ja, absolut, Digga. Es ist so active. Oh. Digga, einfach gestern 2000 Leute in Liga online gewesen, obwohl es nicht mal Saisons gibt gerade. Kommen die Saisons jetzt wieder? Weiß nicht, ich hoffe. Wäre nur logisch. Das wäre überheftig. Hier kommt einer. Digga. Ja, Team hat ihn so gefickt, Alter. Wie ein Henne-Tattoo. Digga, was? So Bullshit gerade. Er überlebt. Oh nein, hinter mir. Digga, die rotieren zu dritt. Ja, ich gehe auf Next. Du musst links Gunfights gewinnen. Ja, ja. Jemen war gegen die Einheit Black. Jam. Ja. Team Scorpion gegen die Einheit Black. Das war krass. Vor allem, er ist eine Einheit und wir sind keine Einheit. Nein, das war ja nur übersetzt, glaube ich. Deswegen hat er das gesagt. Weil Team heißt, glaube ich, Einheit übersetzt. Ja, und wir waren Anti-Team Scorpion. Nein, Digga, als ob. Wir waren das vom Team, waren wir das Beste, Digga. Ja, aber ich meine nur, er sagt bei denen so, ach, die Einheit Black, aber Einheit Scorpion gibt's nicht. Hey, hinter uns, yo! Ja, Digga, wir brauchen eine AR in dem Heady. Ich hab eine AR, aber ich hab halt übelst gepincht, Mann. Come on! Grenade! Ja, ich bin hinter vier Gegnern, um dann keinen zu bekommen. Lass Church, kein Scheiß drauf. Ja, lass. Oh mein Gott, das war so lächerlich, was ich hier mache. Hauptsache, ich call-oute, also ich spiele hier und zwei Leute reden miteinander, die absolut nicht auf derselben Konsole spielen wie ich, Alter. Tut mir leid, Digga, sorry. Okay, ich bin jetzt im Churchill und mach Who's the best in the game, mach ich jetzt. Ah, ich hab keinen Bock mehr auf die Dreckslobby, Alter. Ich bin so schlecht in COD. Digga, was? Die haben mich absolut geholt, Jam. Die sind links außen. Ich hätte noch ein paar Donations jetzt vor hier, wenn ich das mal jetzt endlich hinter mir hab. So. Sound muted. So, Leute. Alter, ihr seid immer noch 5000. Seid ihr krass, Mann? Ihr seid echt heftig. Wie lange stream ich denn jetzt schon? Für mich voll der lange Stream, wa? Ja, fast 2 Stunden. Okay. So, wir haben hier von Rest Gaming, denk an dein Herz, 3 Euro, vielen Dank. Von Jaden, 3 Euro, er schreibt, hey, wäre nett, wenn du auf Twitter mal gucken würdest, habt ihr geschrieben wegen meinem Account. Ja, ich werde auf jeden Fall sowieso bald alles durchlesen, weil ich bald Accounts brauche. Hab Haptics Merch, 3 Euro, gibt's eine Chance, euch kennenzulernen und zu Familie Impact zu gehören? Hätte ich schon vor 3 Jahren die Chance gehabt, hätte ich es auch schon gemacht. Sorry, dass ich so wenig spende. Hä, Digga, du gibst mir 3 Euro, das ist doch perfekt. Vielen Dank. Nein, aber Impact kannst du nicht einfach so joinen, das kann aber niemand. Auch nicht. Keine Ahnung. Auch nicht ein riesen YouTuber könnte jetzt kommen, Impact joinen. Das geht einfach nicht. Auch nicht Concrafter könnte Impact joinen, muss man so. Oh, doch, bei ihm haben wir eine Sonderregelung. John Cena haut 3 Euro raus und schreibt, mach mal wieder Zombies. Ja, kann ich echt mal wieder machen. Gute Idee. Jayhoon 61 haut 3 Euro raus und schreibt, G steht für Gönn, bin jetzt nicht der reichste Mensch, deswegen 3 Euro. Trotzdem, vielen Dank, Digga. 3 Euro sind perfekt. Und 3 Euro von Z1 Freaks. Er schreibt, hat mir letztens den neuen Impact Hoodie gegönnt. Habt ihr ein Bild auf Insta hochgeladen, könnt ihr euch mal gönnen, hab alle Impact-Member drauf markiert. Wäre nice, wenigstens ein Like drauf lässt. PS, bist der Beste, no homo. Hat kein Impact-Member ein Like drauf gelassen, ist eigentlich komisch. Eigentlich sind die voll aktiv, Alter. Aber vielen Dank, Digga. Marvin haut 3 Euro raus, schreibt, Grüße aus Belgien, kennst du Aachen? Wenn ja, würdest du dir mal überlegen, hier hinzukommen? Grüß die anderen Jungs von mir. Alter, was ist das für eine Lobby? Ja klar kenne ich Aachen, Alter. Digga, normal, wer kennt nicht Aachen? Er wirft einfach eine Nade und kommt nicht. Oh Gott, die Lobby hier ist so schön, Alter. Oh. Ach, schöne Grüße von einem Donator aus Aachen, wollte ich euch sagen. Wie viel hat er donated? Digga, das hat das nichts damit zu tun, dass er... Er hat 3 Euro donated. Ja, Grüße zurück. Das ist meine Mindestdonation im Übrigen. Der einzige abgehobene Bastard, der 3 Euro als Mindestdonation hat, bin ich. Schreibt da mal bitte nur rein, wenn jemand das donated. Dann steht da, hat nur donated. Ja, egal wie viel er macht, ne? Man kann ja alles machen. Ich wollte erst machen, blablabla Euro gehen auf, dann Username nacken, so, weißt du? Aber, ja. Oder, ich muss bei Solution unnormal lachen wegen dem, was er hat, wenn man ihn subscribed. Und zwar steht da, User denkt, ich bleibe aktiv und so lacht Smiley. Das feier ich übelst, Alter. So richtig, als ob es so lächerlich wäre, das zu glauben.
Ja. Das wäre aber echt witzig. Bei Marcel steht Donate nur 3 Euro. So richtig abgehoben, ich Alter. Ich in meinem Livestream, safe. Aber bei 2 Euro. Ich mache mindestens 2 Euro und dann nur 2 Euro. Nein, User ist ein geiziges Arschloch und donatet nur 3 Euro. Er holt direkt die Toten seiner Mutter raus, Alter. Nein, bei so gewissen Beträgen kommen so Beleidigungen bei Mindestdonaten. Da steht dann so, Usernames Mutter ist eine 3-Euro-Hure. Oh, Digga, das ist so heftig. Usernames Mutter verkauft sich für 3 Euro. Das wäre so heftig, Alter. Fuck, Digga, was mache ich denn mit dem Armen? Er kommt front. Jetzt quitten sie, ne? Das schmeckt euch nicht, ne? Usernames Mutter hat ihn zum Geizigsein erzogen. Fuck, Alter. Fuck off, Schlecher, Alter. Zum Geizigsein erzogen. So richtig bewusst erzogen. Du musst geizig sein. Aber wie heißt die Piste? Ich finde ohne Scheiß die Rest in Peace in Chat, Rest in Peace in Chat, Rest in Peace in Chat. Das dritte Mal heute. B23R finde ich ehrlich gesagt besser als die RK5. Ja, ja, ist so. Was? Echt? Nein, Digga. Doch, Digga, weißt du, warum spielst du? Schau mal, wenn du mal wieder mit der spielst, bist du mehr. Chopper? Die ist irgendwie so... Was, echt jetzt? What the fuck? Die hat irgendwie so todeswenig Dingens. Recoil. So null, man kann absolut snipen mit der irgendwie. Boah, Digga, was für eine intensive Szene. Ich liebe das. Jungs, die HVK kann man sich auch manchmal gönnen, BO3. Ja, die ist übelst gut. Der Hipfire ist todesgut von der. Digga, wo haben die Streaks? Ist echt so, Mann. Ja, der Typ genau. Hat 17 zu 22. Nee, ist der Inferno-Typ, der 18 rennt. Wir müssen einfach nur schnell in den Hill rennen, Digga. Ja, ist tot. Wie ist er im Hill? Natürlich drin? Jemand im Hill. Ja, der scheiß Heli. Eine Kugel. Ich muss ihn boxen und ich box ihn. Alter, ich ihn auch noch gekriegt, Digga. Oh mein Gott. Ja, der Drecks Heli holt mich dauernd. Bleib in Church einfach. Ja, bin mal hired hier, die Shisha ist ehrlich, Alter. Yeah. Komm da bitte mal hin. Mann. Mann, jetzt auf einmal kannst du gut spielen, Jack Inferno gegen 4 Leute, und wenn du davor kein Aim hattest. Mann. Digga, er fickt meine Mutter. Einer geht außen rum. Und ihre Ehre, oder? Digga, bei seiner Mutters Ehre hat er wirklich um die Seelen seiner toten Verwandten gespielt gerade. Digga, der Typ ist so gut, der spielt um sein ganzes, keine Ahnung was, Digga. Wenn man das jetzt sagt, was hat man in 2 Monaten? Es wird immer extremer, Digga. Wird's auch. Der spielt um die verlorenen Hoffnungen seiner Nutten. Nein. Irgendwann fängt man so mit Indianerflüchen an und verflucht Leute richtig, sodass sie so zu Hause von so Geistern besucht werden und so, Alter. Mann, wer. Komm nicht rein, Digga. Der Typ da links holt mich dauernd. Ja, yeah, it's mathematically impossible to come. Is it? Ja, es ist. Ja, it is. Gott, Digga, der Typ ankert wie Zeus höchstpersönlich, Mann. Was fuckt der da so ab, dieser Credit? Der Killhort so krass da links. Ja, natürlich, der ist nie mehr hin. Guck ihn dir an, der steht da nur links an diesem Gate. Holy Scheiße, Mann. Wer gönnt sich eigentlich den Stream gerade beim Zocken, Leute? Übrigens, falls ihr denkt, dass ich nicht in den Chat gucke, das stimmt nicht. Ich gucke die ganze Zeit nebenbei immer so rüber. Ich gucke ja die ganze Zeit eigentlich. Lol. Guck mal, wie die Grundstimmung ist, quasi. Grundstimmung wie neu gekaufte Instrumente, kleiner Freestyle. Habt ihr eigentlich schon ein Like da gelassen auf dem Stream? Das gucke ich jetzt nach. Wenn jetzt nicht 6000 Likes da sind, dann höre ich auf mit YouTube. So, gucken wir mal. Wahrscheinlich jetzt eh 5900. Es sind 8500. Okay, ihr seid sehr gut, Leute. Habe ich nichts gesagt. Digga, er fickt mein Leben. Wo ist Sonja, fragt Tamer für 3 Euro. Chill drüben, was soll ich sagen, Alter? Sonja für 3 Euro, wie das gerade klang, Alter. Ne, er fragt halt, Digga. Was willst du sagen, meine Freundin ist eine Nutte oder was, Marci? So im Stream, jetzt auch so Retalk. 3 Euro kommen noch von X-Stream, einfach ohne Text, Digga. Perfekt. Marcel, jemand schreibt, es ist besser, wenn ihr euch Schellen ins Gesicht gebt und nicht auf die Hand, sonst ist es langweilig. Ja, echt so. Guck dir auch nicht die anderen Folgen an, wo wir das immer so gemacht haben, Alter. Fischgesicht. Seit 2 Jahren, armer Frau. Commander Fisch haut 5 Euro raus und schreibt schöne Grüße aus Nürnberg. Commander 3 Euro? 5 Euro sogar. 5? Ja, dann Grüße zurück nach Nürnberg, Digga. Dann. Dario Wallner schreibt, Jo Marcel, bin der Dario von der 71con, danke, dass du gekommen bist. Du hast mir meinen Traum ermöglicht. Dankeschön, wirklich liebe Grüße an Sonny und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, no homo. Ja, du warst echt korrekt, Digga. Ich weiß auch noch, welcher du warst. Danke für deine 5 Euro.
Der hat mir nämlich da auch seinen Namen schon gesagt. Hab ich nicht sogar sein Bild geliked? Bei Dingens? Ich weiß nicht. Leute, ihr habt mir schon 400 Euro reingehauen heute. Ihr seid ja echt gestört, Mann. Puff auf deinen Nacken in Berlin. Artemis, Digga. Heißt es so? Artemis wird ja. Ja, Artemis gut. Ja. Artemis. Ich werde nie die Nacht, die legendärste Nacht in Köln vergessen. Wäre cool, wenn wir da jetzt nicht drüber sprechen würden. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, never forget. Kap 40? So, Leute. Hier ist übrigens mein neuer Kanal. Spaß. Hoppla, entferne alle Webadressen und versuch es noch einmal. Gago, make me lose my mind. Gago, sagt er. Gago, Digga, ich schwör, ich verstehe, was sagt er denn sonst, Digga? Alter, Mann, er sagt Gago. Was sagt er sonst, Digga? Er sagt Cargo, Digga. Ja, irgendwie ja, don't. Irgendwas mit ja auf jeden Fall. Nein, Gago, Digga, ich schwöre. Er sagt nicht Gago. So wie Gargamel von den Schlümpfen, Lyrics, Alter. Er sagt die Map Cargo, oder? Cargo. Cargo, make. Passt aber eigentlich der Text, weil Cargo so eine wasted Drecksmap ist. Makes me schon lose my mind. Er sagt ja, ja all, aber die Abkürzung Y'all. Ach, ja all, ah, okay. Wieso ist es so möglich, wenn ich mal etwas. Ich bin zu weiß, sowas zu verstehen. Ey, Jam, ich hatte noch einen Albtraum wegen unserer Story, was wir neulich erzählt haben in dem Retalk-Video, ne? Wegen diesem, was man nicht im Uber sagen sollte, weil. Ich hab's mir so vorgestellt, ich wurde im Traum so von Schwarzen verprügelt und so, ne? Das war richtig schlimm. Ich dachte, das ist absolut echt alles. Ich dachte, mein Leben ist jetzt vorbei. Der liegt da, ne? Das ist ernsthaft. Ja. Bist du so aufgewacht und warst durch Nest und so? Ja, übelst. Was? Mann, bitte hört auf, mich zu adden und so Leute von Marcel's Stream und eine Party zu spammen. Oh! Wie ich ausgeatmet hab, Digga. Das Ding ist, der Abonnent, dessen Account ich benutze, hat auch so den perfekten Undercover-Namen, weil er so viele Unterstriche hat. Man weiß nie, ob ich jetzt der Richtige bin, wenn man mich trifft. Ja, da war ein Typ, der hat uns so lange abgefuckt, als wir so gezockt haben und GBs gespielt haben. Er hieß Marcel Scorpion. Echt, mit jetzt? S. Ja, ja. Oh, Mann. Ach, Real X Pusher spielt jetzt hier auch die Lobby. Geil. Digga, als ob du da mit der Bretschi chillst, Mann. Oh Gott, jetzt kommt einer von hier. Marcel, du hast eine One mit dem Scuff, oder? Ich hab doch ein Dingens, Digga. Ich hab doch ein Cronus. Also ich kann eh mit jedem Controller spielen. So lol, du kannst absolut mit dem PS4-Controller auf One spielen. Ja. Wir strugglen da so, uns mit dem One-Controller einzuaimen. Nee, Digga, ich hätte doch viel zu viel Angst, mich da jetzt nochmal umzugewöhnen, wirklich. Ich kann es nicht schon wieder machen. Digga, damit, wenn du wüsstest, wie wir gelacht haben mit Raptor, wir haben solche Turn-Ons bekommen am ersten Tag. Echt? Ja. Ja, sowas feier ich ja übelst. Raptor hat sich früher so das Knie gebrochen, hat dann einen Sommer lang nur Black Ops 2 gespielt. Er hat richtig genossen, dass sein Knie kaputt war, ich schwöre. Gaps auch, nur der Unterschied, dass Gaps nie besser wurde. Ja. Gaps ist, also was Gaps im Gym passiert, ist das Schlimmste, was ich mir im Gym vorstellen kann. Das Zweitschlimmste. Nachdem, dass die Beine durchbrechen wegen der Beinpresse. Aber das bei Ausfallschritten, die. Da gibt's so Videos. Kannst du dir das? Ich dachte, das ist Gaps passiert. Nein, Gaps ist bei Ausfallschritten die Kniescheibe rausgesprungen. Das ist auch, also wenn du gerade Gewicht auf den Schultern hast, Ausfallschritte machst und dann die Kniescheibe rausspringt und du dann ohnmächtig wirst und das Gewicht auf dich drauf fällt, was so wie es bei ihm war, ist das schon nicht das Beste, was ich mir vorstellen könnte. Schon nice, Digga, schon gechillt. Gechillt. Ich glaube, das ist das Ungechillteste, was passieren kann. Ungechillteste, was passieren kann, ist mit 8 Personen, fremden Personen im Aufzug zu fahren irgendwie, für mich. Ja, wahrscheinlich ist es dann besser, die Kniescheibe zu verlieren, oder? Auf jeden Fall gechillter, ja. Digga, ich frag mich, warum so viele Menschen von Marcel's Stream Xbox 360 spielen. Bist du auf der One oder 360? Auf der One, aber ich bin im 360-Menü. Beste Konsole in der Welt. Und ich glaube, das 360... 50 Euro Donation! Oha. Geht nur, wenn du bei der One bist und im BO2 drin bist, Jam, ne? Mhm. Sound muted. So Leute, wir haben hier von Sandro nochmal eben 3 Euro und schreib hab auf Insta das Bild von dir gepostet. Wäre übel nice, wenn du es liken könntest. Name ist Sandro_Purt. Habt ihr auf dem Bild markiert. Okay, gucken wir mal. Suchen wir jetzt mal raus, das Alter, wie es geklebt hat. Digga, der in der Lobby schreit so.
So, Alter, kann der nicht mal seine Schnauze halten? Mein Gott, Alter. Ist doch gut, Mann. So, okay. Digga, mein Handy klebt so hart. Und zwar haben wir hier, jetzt kommt. Achso, ich wollte das Bild erstmal liken, Mann, sorry. Sandro, okay. Hauptsache, nimm das Profilbild, das Bild mit Sonny, Alter. Und meins hat er nur gepostet, du Frecher. Ne, Spaß, hab's geliked. You Won B oder You John B haut 50 Euro auf meinen Nacken und schreibt folgendes. Wollt ihr mal Danke sagen für deine Videos? Schaue die echt gerne, egal ob Marcel Scorpion oder Scorpion Plays macht so weiter, Buch ist vorbestellt. You're from my heart, man. You're from my heart, man. Thank you. Wirklich, vielen Dank für 50 Euro, Bruder. Wirklich. Intro haut 3 Euro auf den Freien und schreibt, könnt ihr mal unter dem Team Impact ein COD-LAN-Turnier machen? Quasi zieht das so mit Impact-Membern. Das Ding ist, da könnten keine Zuschauer kommen, die unter 18 sind. Das ist einfach nicht erlaubt in Deutschland. Das nervt übelst. Und das ist halt dann schwer zu organisieren. Gamer Gammel, bester Name, haut 3 Euro raus und schreibt, kennst du das Spiel Rainbow Six Siege? Ja, ich habe das zu Hause. Und wenn ja, würdest du es mal zocken? Ich weiß nicht, mir ist das Aim da irgendwie zu schwammig. Ich weiß nicht, es ist irgendwie schwammig. Keine Ahnung, wie so ein Schwamm. Wie SpongeBob, kleiner Freestyle. So. Den kick ich wieder, Alter. Ich spiele wieder alleine. Geschlossen. 1. Hau rein. So. Sound so, da bin ich wieder. Hallo. Ich mach jetzt die One-On, Digga. Mach ich gleich, Digga. Okay, Digga. Leute, mich würde es freuen, wenn ihr dem Stream ein Like da lasst. Wollen wir die 10.000 voll machen? Das wäre echt krass. 10.000 habe ich noch nie gehabt im Stream, während er noch läuft. Ich gucke jetzt mal, wie immer noch über 4.500 Viewer. Ist so krank, Alter. Ihr seid echt gestört, Mann. So, dann haben wir haben schon 9.500 Likes, ihr seid echt mega, Alter, ihr seid echt Hammer. Wirklich vielen, vielen Dank dafür, ihr seid echt der Wahnsinn. So. So krass, dass jetzt nochmal die Leute 2017 anfangen, BO2 zu zocken, Alter. Ja, übel, Digga. Sind gerade 40.000 online um die Uhrzeit schon. Aber auf PS3 sind, glaube ich, immer so viele online, um ehrlich zu sein. Ich will gerade nicht. Gestern waren 140.000. Also ich glaube, jetzt ist Xbox ein bisschen mehr. Hey, Gamer Gammel haut 3 Euro raus und schreibt, du hast nichts gesehen. Ich habe doch gerade deine Donation vorgelesen. Ich weiß nicht, was du meinst mit nichts gesehen. Nichts gesehen, als ob ich so hier so mit verbundenen Augen sitze, Alter. Einfach so, du hast nichts gesehen, steht in der Donation. Nice. Oh Gott, wie hat der andere so lange gebraucht, mich zu holen? Kann die Donation zurückziehen? Nein, geht nicht mehr. Nice, Digga. Dann weiß man ernsthaft, wenn so irgendwie 50k kommen oder so, dass man wirklich 50k hat. Wenn ich 50k Donation bekommen würde, Digga. So eine LOL-Streamerin hat mal 150k. Wir würden heute noch safe auf deinen Nacken Shishan gehen. Auf meinen Nacken. Digga, ich gehe negativ. Wir gehen dann wieder auf deinen Nacken. Was? Ja, wieder auf deinen Nacken. Nein, nächstes Mal bist du dran, Digga. Nein, hä, was? Doch, hä, natürlich, Junge. Hab ich, Digga, nein, du. Du, Digga. Okay, lass eine Wette abschließen. Ja, Tipico-Schein oder was? Wir sagen, wie das Halbfinalspiel von Juve ausgeht. Okay. Nein, lass lieber DFB-Pokal, das ist diese Woche. Warum? Das sind Halbfinals. Bayern gegen Dortmund sogar Mittwoch, ne? Das wird übergeil. Okay. Sagen wir, wollen wir Mittwoch in die Bar gehen? Oder willst du woanders gucken? Nee, da bin ich. Ich bin da nicht zu Hause, Digga. Ja. Egal, wir machen das so. Du sagst, wer gewinnt und ich sag, wer gewinnt und der richtig getippt hat, der kriegt auf den Nacken vom anderen dann eine Shisha. Ja, okay. Das ist irgendwie auch besser, um sowas zu spielen, als richtig Geld zu investieren, Digga, ohne Scheiß. Jetzt ist nur die Sache, auch Ergebnis oder halt nur, wer gewinnt, weil wenn wir sagen, wer gewinnt... Ja, wer gewinnt, wollen wir eh beide. Denselben Tipp. Ja, das ist halt dann ein bisschen sinnvoll. Dann zahlt auch jeder selber. Na, warte mal. Ach, wen würdest du tippen? Ja, Bayern, Digga. Ja? Weißt du, wie sauer die jetzt sind? Ich will auf Dortmund tippen, Digga. Digga, weißt du, wie sauer die sind, Alter? Ja gut, ich mach Dortmund, du machst Bayern, okay? Ja, okay. Das ist für mich nämlich eine Win-Win-Situation sogar. Warum?
Naja, das kann ich jetzt nicht sagen, mache ich mir zu viele Feinde. Die Shisha wäre es, sagen wir mal, wert, dass Dortmund gewinnt. Oh mein Gott, Alter, das darf, aber Massi ist wahrscheinlich, hast mich jetzt auch schon absolut kurz vor Ehrenmord. Vor allem, du sagst, Bayern hat noch so Wut und so, als hätte Dortmund keine Wut. Beide sind rausgeflogen aus der Champions. Ich gönne es einfach Dortmund auch, um den Titel zu holen. Ja. Ich bin auch kein Dortmund-Fan oder so, Leute. Ich war auch für Bayern gegen Real sogar. Also ich bin absolut neutral, ich will halt nur die Shisha und das Essen von dir. Bedrohung neutralisiert. But for the sake of the Wette, sage ich Dortmund. Bam. Mann, du bist echt ein Ehrenmann, Alter. Du, Leute, mach mal Parra. Habib. Was für ein Geräusch, das ist... Ich liebe das. Hey, Leute, das eine Video müsst ihr euch auf Impact-Kanal angucken. Das heißt, die dümmsten COD-Spieler... Ich wurde noch nie so gemeldet. Oh mein Gott, die Weevil. 44? Hm? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Das hätte ich dann direkt dazu angemerkt. Digga, bei der KN ist es so, wenn der First Shot hat... Du kannst ihn nicht holen, egal wie gut du aimst, es geht gar nicht, weil in dem Moment... Nein, wenn du Spiel First Shot hast, ist es so. Auch? Weiß ich nicht. Aber das Spiel, das kommt mir so vor, als würde das Spiel warten, dass der Typ eine Bullet veraimt. Und bis er die veraimt, kannst du einfach nichts connecten. So, wenn er dich einmal trifft und der Strahl hält an, so, dann kannst du einfach nicht schießen. Das geht nicht. Übel komisch. Die KN hieß in der Demo noch ARX7 im Übrigen in der Beta. Und auf Hunted war noch eine Tür links, genau in der Mitte. Ich weiß noch. Bin ich da. Bei Evac war sogar eine Tür, Digga. Die war so krank, Digga. Die würde das ganze Spiel verändern, wenn die noch da wäre. Ich meine sogar Evac. Da ist doch Glass halt. Ne? Ja, genau. Genau da. Kurz vor Glass, genau, ja. Die Tür da. So lustig, wie sie einfach so eine ganze Tür wegnehmen. Absolut nur zwei Klicks. Ja. Mann. Ich will einen hier oben drüber braten, Leute. Einen wenigstens, komm. Drüber gebraten. Mann, da kommt keiner. Ich versuch's nochmal. Jetzt treffe ich ihn nicht, Alter. Ich glaub's nicht. Nur einen Versuch habe ich noch. Jawohl, geht doch. So, schön. Nur dafür jetzt fünfmal versucht, ey. Da ist einer. Oh, hier hinten. Der lebt noch. Ja. Hinter mir ist einer. Kurz chillen. Oh ja. Als ob du dich jetzt umgedreht hast. Oh oh. So, schön. Jawohl, schön. Digga, wer schreit da hier so rum, Alter? So, Kommentare zulassen. Alle Nutzer können Kommentare werden. Nutzer können. So, da haben wir jetzt noch. Von Käsebrot 3 Euro. Er schreibt: Hey Marcel, mein kleiner Bruder hat heute Geburtstag und gönnen uns zur Feier des Tages deinen Stream. Wäre cool von dir, wenn du ihn grüßen könntest, Elias. Elias, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag und ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, du einen guten Tag hast und hoffentlich weißt du auch deinen Bruder sehr zu schätzen, weil sowas ist nämlich sehr wichtig. So, kurzer Real Talk am Rande: Fresh Nukes haut 3 Euro raus, du Hurensohn. Das wäre lustig, wenn er jetzt so geschrieben wäre, so voller Kontrast. Aber er schreibt: Versprich mir bitte, dass du dir davon ein paar Socken kaufst, in die du nicht reinwickst. Digga, soll ich jetzt die 3 Euro von der Bank holen, mir davon Socken holen oder was? Okay. OGRVB, keine Ahnung, ob das Grab heißt. Yo, Marcel, kaufst du von den 3 Euro einen Döner? Und hast du das Statement von Superman Dennis gesehen? Der Typ ist so ehrenlos. PS, grüßt die anderen alle von mir. Digga, ich hab das alles nicht verfolgt, was da abgeht, Digga. Ich check das alles nicht. Ich will's auch gar nicht sehen, Alter. Sonst misch ich mich wieder ein. Ich will mich nie wieder einmischen. Deswegen gucke ich mir sowas nicht mehr an. Dann haben wir von Aimfreaks: Hey, kannst du bitte noch mein Bild auf Insta mit dem Impudi liken? Heiße da der echte Tobi. Ja, komm, machen wir das, Alter. Sind wir heute mal im Spendabend-Modus? So, Standardeinstellungen sind da. Digga, Marcel. Ja.
Du kannst festlegen, dass ein bestimmtes Video oder eine Playlist aus deinem Kanal in allen deiner Videos empfohlen werden soll. Wie cool ist das, wenn am Ende so eine Playlist empfohlen wird und, weißt du, dann bleiben die halt übel lange bei dir und so und gucken viele Videos. Lol. Die sieht man jetzt erst, wenn man so wie so ein Frischling rangeht. Digga, der echte Tobi hat richtig, war so ganz kurz, richtig schlau. Er macht sein Profil auch privat, damit ich ihm folgen muss, um sein Bild zu liken. Nee, oh Mann, ist der Beste, Digga. Folgst du ihm jetzt? Nein. Daniel Stiller haut 3 Euro raus. Er schreibt, hallo an alle, Marcel. Ich weiß, du hast nicht so viel Zeit zu meiner Frage. Kannst du ein Video über Monitor oder TV machen? Ach so, okay. Ich habe 60 Zoll und habe sehr oft das Gefühl, dass die Gegner mich sehr viel früher sehen. Liegt das nur an der Reaktionszeit? 140K-Leitung. Digga, auf 60 Zoll, weißt du, wie langsam dein Fernseher ist im Vergleich zu meinem Monitor? Dass du siehst, ich sehe dich auch 100%ig schneller. Das liegt ja an den Frames und an dem Delay, wie früh man einen sieht. Und wenn du alleine... Guck mal, ob du den auf Game-Mode einstellen kannst, wenigstens, oder so. Ellie haut 5 Euro raus und schreibt, damit du auch weinst. Damit du auch weißt, dass du auch von Frauen unterstützt wirst. Du hast dazu beigetragen, dass ich immer besser werde. Großes Danke dafür. Ja, kein Problem. Wie meinst alt du, ist er denn? Spaß. Meinst du, besser werden beim Kochen oder beim Putzen? Ich bin mir jetzt nicht... Na, Spaß. Der ist zu alt, der wird... Das ist älter als die Mädchen, mit denen Jam schläft normalerweise. Ach, du weißt doch gar nicht, wie alt die sind. Ich weiß. Jam ist so einer, der macht richtig auf geheimnisvoll. Wird niemals. Aber das finde ich auch gut, er ist ein diskreter Boy. Er labert da nicht so viel drüber und so. Ich kann dir aber sagen, dass ich nie mit einer geschlafen habe, die älter als ich ist. Dazu sehe ich zu jung aus einfach. Digga, das ist auch. Danach suchen Frauen auch nicht, Digga. Manche schon so. Die ja, die so sich so einen Toyboy halten wollen, wie so ein Haustier. Ja, auch nicht unbedingt. Manche denken sich so, die sind so 25 und suchen sich 20-Jährige irgendwie. Voll komisch. Wenn ich so einen Satz übrigens sage, danach suchen Frauen nicht, dann heißt es nicht, dass das nicht so sein kann, Leute. Das wollte ich auch mal dazu sagen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, ja, ich habe meine Freundin ist aber älter als ich. Dann ist das auch alles cool, Alter. Das Comedy haut mit 3 Euro rein und schreibt mir, du Hurensohn. Jo, danke. Du selbst bist ja 2 Jahre älter. Ich habe eine Zeit meines Lebens kassiert. Rest in Peace, Marcel. Gucken wir uns mal an. Obwohl, nee, doch nicht, er war zu mir gedreht. Alles gut. Du bist 2 Jahre älter als Sonny, ne? Ja. Genau. Nicht ganz. 1 Jahr und 10 Monate. Ja, so ist perfekt eigentlich, finde ich. Ich finde schon, der Mann sollte irgendwie älter sein, keine Ahnung. Ein guter Mann ist irgendwie ungefähr komisch, 30 Jahre älter als seine Frau. Genau. Vor allem, wenn er 40 ist, könnt ihr euch mal ausrechnen. Lustiger, meine Mutter ist 4 Jahre älter als mein Dad. Ja, später macht es irgendwie... Später ja, ist nicht klar, später. So richtig, aber ob so jemand, 20 und 30? Das ist so lustig, ne? Ob jemand 70 ist oder 77 macht für einen selber gar keinen Unterschied, aber Sweezy und ich werden diesen Abstand irgendwann haben. Aber jetzt ist er noch viel, so richtig groß. Ja. Ich bin einfach ein Drittel älter als er. Ist schon krass eigentlich. Aber eben deshalb wird es auch keinen Unterschied mehr machen, weil wenn du 70 bist, dann bist du nur noch vielleicht, wie viel, ein Zehntel oder so älter? Oder noch weniger, ne? Ja, genau, der Prozent, der relative Anteil sinkt halt. Genau, ja, genau. Darum ist die Mitte des Lebens auch mit Ende 20. Nee, Mitte 20, genau. Mitte 20 ist genau die Hälfte deines Lebens. Hä, wieso? Nee, nicht mal Mitte 20. Also zwischen 20 und 25 ist die Hälfte deines Lebens. Weil das erste Jahr, wenn du jetzt so eine Leiste hättest, okay? Ja. Und du zeigst die Jahre, je nachdem, wie sie sich für dich anfühlen, was du für neue Sachen lernst, wie sich was in deinem Leben verändert und so, wie du wächst. Dann ist das erste Jahr von 0 auf 1 riesig. Weil du da halt alles, was du machst, neu lernst. Von 1 auf 2 immer noch sehr groß und es wird halt immer mit jedem Jahr kleiner. Wenn du von 76 auf 77 wächst, hat sich eigentlich fast nichts geändert. Ach so, ja, ich weiß nicht. Aber von 1 auf 2 zum Beispiel hat sich so viel geändert. Darum ist die echte, also wirklich reale Mitte des Lebens mit Anfang 20. Die Frage ist auch, ob man Zeit überhaupt in sowas messen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, aber was ich noch dazu sagen wollte ist, Aber ich finde zum Beispiel, die letzten 5 Jahre sind für mich gefühlt so lang wie der Rest meines Lebens, weil bis man so 12, 13 ist, nimmt man irgendwie alles nicht so richtig wahr, habe ich so das Gefühl. Also es passiert halt irgendwie, weißt du, es ist so fremdgesteuert. Du hast alles, du hast so Regeln, die du dich selber immer halten musst und jetzt kannst du irgendwie die eigenen Regeln machen. Deswegen drehen ja manche so durch in der Pubertät, gerade die mit den todesstrengen Eltern. Klar, aber... Die drehen ja absolut durch. Ja, weil die halt eingesperrt werden und dann sich befreien und... Ja, genau. Aber es ist, vielleicht hat man es einfach vergessen, was man erlebt hat als Kleinkind. Ich meine, man kommt auf die Welt und egal, was du erlebst, ob es nur das Essen ist, ist es was Neues für dich. Ja, klar. Also egal, was du machst in deinem Leben, ist es neu. Du machst überall das erste Mal quasi. Das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ach, ich fick mir nämlich auch.
Ja, so falsch klingt's auch nicht. Dario Wallner, 5 Euro. Yo Marcel, danke, dass du mein Bild geliked hast und kommentiert, was mich extrem gefreut hat. Ich erinnere mich. Danke nochmals für alles. Und was ich noch sagen wollte, ist, das Buch Triad habe ich mir zweimal vorbestellt. Eines für mich und eines für meine Wand zum Aufhängen. Liebe Grüße, Dario. Oha, das war süß von dir. Vielen Dank. Übrigens, falls ihr euch für Hörbücher interessiert, ihr könnt das Hörbuch jetzt bei Amazon auch vorbestellen. Also, ich habe es halt bis jetzt noch nicht angesagt, einfach aus dem Grund, weil ich halt denke, dass man mit dem Buch vielleicht ein bisschen besser verinnerlichen kann alles. Aber schaut mal vorbei. Hörbuch vorhanden. Oh, ist der Typ ein Gegnerteam, der einzige Tryhard? Oh, nö. Och, nö, ich fühle die Lobby trotzdem. Dann haben wir von ZAimFreaks nochmal, sorry, ich habe mein Profil jetzt auch öffentlich gemacht, jetzt kannst du liken. Okay, komm, machen wir das jetzt schnell, Alter. Zack, da ist er. Digga, ich sehe das Bild. Ach, doch, da. Ah, krass, okay. Okay, hab's geliked, Brudi. So, könnt ihr meinen Feed gucken und das Bild euch angucken, wenn es euch interessiert. Ich habe ja meinen Haken jetzt bekommen. Sonst kriege ich immer nur einen Clubhaken, Alter, wenn ich frech bin. So, kleiner Freestyle mal wieder. Oh, ich bin auch gut, ey. Scheiße. Was? Ey, diese Ellie, von der du geredet hast, ne? Also von der, die donated hat, wo du meinst, wie alt ist sie? Sie ist 27. What the also das, fuck? Lustig, ey. Das hätte, wir, damit haben wir jetzt halt gar nicht gerechnet. Bin 27, also zu alt für euch. Und nein, nicht beim Kochen und Putzen verbessern. Na, es war auch nur ein Spaß. Siehst du, aber sie denkt genauso wie wir, so jüngerer Mann geht nicht. Es geht halt ja nicht. Stimmt, stimmt. Sie hat es ja direkt dann so geschrieben quasi. Aber ich weiß eh schon, wenn ich heirate, deswegen bin ich eh raus. Aber Jam kannst du noch ein bisschen abusen und sein Herz brechen. Ja, komm her, Digga, sag ich schon. Digga. Komm her, Digga, ich bin bereit, Bro. Bin schon auf die Stufe abgerutscht, Digga. Ich nenne einfach meine Herzensbrecher, Digga, ja, jedes Mal. Da hast du wenigstens eine gewisse Distanz zu ihnen. Digga, stell dir vor, du hast so ein erstes Date. Man sieht sich so, anstatt sich zu umarmen oder so, ne? Gibst du so die Hand, willst so ein High Five machen und dann ziehst du so kurz ran, klopfst auf die Schulter und sagst, was geht, Bro, und so, einfach zu deinem Date. Das wäre peinlich, Digga. Weißt du, was auch peinlich ist, dass ich seit Hunted eine Minute im Kreislauf und keinen Gegner gesehen habe? Ah, da ist einer. Ich hab. Könnt ihr mir in den Chat beantworten? Oh mein Gott. Was heißt Terlik? Ne, spricht man das so aus? Ja, Terlik. Wer weiß, was Terlik ist? Und wer weiß, warum es so weit fliegen kann, Leute? Wer weiß es? Ich gucke jetzt in den Chat. Ich will sehen, ob es explodiert jetzt. Ich bin gespannt. Mein Chat wird wahrscheinlich so explodieren gerade. Hey, off? Manche schreiben off, Digga. Ich hab voll. Aber bei manchen ist es nicht off. Das ist mal wieder so ein Bug. Bei mir ist der Stream noch on. Bei mir ist er noch on, Leute. Ich schwör's euch. Es ist so ein Bug, Alter. Also aktualisiert einfach. Das sag ich jetzt zu denen, die nicht mehr da sind, weißt du, das ist auch gut. Hausschuh, Hausschuh, Schlappen, Schlappe, Schlappen, Hausschuh, AMK. Okay. Ich muss immer so lachen, weil Jam das immer so lustig sagt. No! Ich hab Lappen. Terlik Atajam, ja. Was heißt das? Wir haben ein Terlik, ja. Und was ist nochmal Gesicht? Juice? Juice. Jus. Was heißt, ich kann hier absolut turnen, weil ich ein behinderter Hurensohn bin? Nein, das sag ich jetzt nicht, Digga. Übrigens, wie würdest du den Turn-on übersetzen? Gute Frage. Er hat sich umgedreht. Er hat sich zu mir gedreht. Du weißt ja, Döner heißt ja etwas sich drehendes, deshalb heißt es ja Döner. Also Döner ist ja. Also nein, du verarschst mich safe, etwas. Oder? Nein, wirklich. Wirklich jetzt? Ja, natürlich, Döner, das sich drehende sozusagen. Ne, lol. Ich wusste das wirklich for real überhaupt nicht, ne? Ja, wer weiß es schon, warum soll man das wissen? Aber. Also weil ich es jeden Tag esse? Nein, nicht jeden Tag, aber weil das einfach. Weil ich jede Mahlzeit Döner esse? Nein, Spaß, aber Digga. Ja, ich war gestern Fisch essen, aber ich frag nicht, wo der gefangen wurde, weißt du? Ich frag mich, warum ich absolut aufs Maul bekomme. Die Cam lag, das kann nicht sein. Digga, das kann nicht sein, Leute, bei mir ist alles gut und ich gucke den Stream nebenbei. Ich bin nämlich mein größter Fan. Du musst noch zwei andere Wörter lernen, Digga. Terlik ist Schlappen. Ja. Das ist eine Art von Ärger. Dann gibt's noch eine Steigerung, die heißt Sopper. Was ist das? Sopper ist so ein Nudelholz einfach. Also so. Ach, das übernimmt einfach, dann Mama meistens, oder was? Ja, genau, so gegen die Füße. Also das ist so aus Holz, wo man so Teig ausrollt damit. Aber nicht so mit Griffen an der Seite, sondern wirklich nur so ein Holzstock. Ach so, das klingt aber schon echt schmerzhaft. Das ist Sopper. Ich kassiere so hart gerade, sorry. Und
wenn man richtig krank Ärger bekommt und richtig Scheiße gebaut hat und psychisch kaputt gemacht werden möchte, dann gibt's noch Kemmer. Was ist das? Das ist Gürtel. Ah, okay. Nichts davon wurde bei mir angewandt. Meine Mutter war viel schlauer. Also ich wurde nie geschlagen, meine Mutter hat immer... Psychoterror ausgeübt? Ja, ich war mit 8 habe ich immer Pipi-Kaka-Arschloch gesagt in der Vorschule. Mit 6. Also kurz vor der Grundschule habe ich immer Pipi-Kaka-Arschloch gesagt. Und meine Mutter meinte so, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und dann meinte meine Vorschullehrerin dann auch, er sagt das. Und dann habe ich Ärger bekommen, indem sie einfach so eine süße Paprika genommen hat. Nein, ne? Warte, du sagst mal süße Paprika, was war dann? Sie hat so eine süße Paprika genommen, hat mich dann so festgehalten, beide meine Hände. Na, okay. Und dann meinte sie so, streck deine Zunge aus. Streck sie jetzt aus. Dann habe ich sie ausgestreckt, dann hat sie mit der Paprika kurz berührt. Lol. Und ist gegangen. Aber es war halt nicht scharf. Aber ich dachte nur in dem Moment, das war scharf. Und dann habe ich so geweint und so und gesagt, ah, das ist voll scharf und ich mach's nie wieder. So. Lol. Übel schlau von ihr. Warte, ich werde angerufen von einem Herzensbrecher. Ich komm. Ahmad Farad zum Gegnerteam. Und 4-mal Gravity Spikes. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mega geil, dass du so lange streamst. Ja, korrekt. Ich versuche alles. Was ist mit HDMI-Kabel? Werdet ihr manchmal mit HDMI-Kabel geschlagen oder was? So gewürgt, Alter. Boah, die Lobby. Oh mein Gott. Okay, ich mache jetzt die Nuklear. Wenn ich jetzt kein Nuklear... Ach, wenn ich sage, dann schaffe ich es sowieso nicht. Okay, komm. Ui. Oben ist jemand drin, auf jeden Fall schon mal wieder. Gespawnt ist wahrscheinlich direkt hier. Muss mal okay, das heißt, er kommt jetzt safe hier hoch. Als ob hier keiner ist. Die spawnen da. Das ist meine Map. Kommst du zurück? Oh! Digga, mein Teammate, wie lange? Er schießt ihn nicht mal an. So, er versucht es halt, aber er schafft. Oh Gott, da hinten ist der Sniper. Hier ist jemand neben mir. Na, er kommt andersrum. Er ist hier drin. Digga, ich hab grad so eine Angst. So eine Panikattacke. What the fuck. Also Sopper, Terlik und Kemmer. Merkt ihr das? Kemmer eigentlich. Die Betonung ist immer auf der zweiten Silbe. Sopper, Terlik, Kemmer. Einer hat gerade geschrieben, haha. Er kommt mit Sopper, hat er geschrieben. Ich hab auch gerade Sopper kassiert, Digga. Sopper. Sopper. So wie Tova. Tor 1, 2, Triple, das war genau das Geräusch, was gemacht wurde. Also, es hat ja mein Charakter genau gecallout, ne? Bei dem Tor. Dova. Und dann hat er mich geholt, hat sie die Cup gezogen. Genau in der Sekunde. Bei Dova. Kannst du das Video angucken? Es ist da noch alles dokumentiert. Welche Minute war das in deinem Video? Boah, das weiß ich nicht mehr, Digga. Oh, Bill. Ich hab, Digga, die Streak ist so krank, die letzte. Ich hätte die Triple da so verdient gehabt, Alter. Das ist wirklich unfassbar. Aber ich hab sie nicht bekommen. Hab sie nicht bekommen. Verdient, so als hättest du so ja. Einen Chef, der dir das so geben muss. Ja. Es gibt diesen Chef, das ist der Gameplay-Gott quasi, der entscheidet, ob man das Gameplay kriegt oder nicht. So, hier ist ein geiler Spot, Leute. Kennst du dieses Video, Digga, auf Twitter? What are you saying, man? Nein, es geht nicht. What are you saying? Das ist so lustig, das ist so ein Typ. Zwei Engländer spielen MW1-Dubs und der eine muss leise sein. Hey, was ist das, Mann? Ja. Und er ist so jemand, der so unter Druck richtig stottert. So, er ist bekannt. Ach so. Und der Typ, der andere Typ, der in seinem Team spielt, ist in einem 101, ne? Und er guckt zu. Also der stottert, ja. Guckt zu. Und er sagt so, fängt so an zu Beatboxen und so. Und der andere so, what are you saying, man? Und geht so down. Das ist so lustig. Das hat irgendwie 5000 Retweets bekommen. Ich guck mal, ob ich es finde. Und Masti immer. Wenn ich in einem 101 bin oder so, oder jemand überlebt noch, dann immer, dann ist es so ruhig und Masti dann. Oh Mann, ey. Warte, er hat es retweetet. Ich guck mal bei Mastis Account. Kennst du das Video, wo der Schwarze seinen Namen sagen soll und der dann so lang ist mit diesem Uwo, wo je, und am Ende Ossas? Nein. Das ist so lustig, Digga. Oh mein Gott, rest in peace in den Chat, Leute.
Ah, da habe ich. Ja, das hat 6600 gefällt mir. Oh, Digga, wenn ich jetzt gestorben wäre, es wäre so lächerlich. Lass mal gleich zusammen gucken, das dauert nur 10 Sekunden. Ja, okay. Hast du jetzt kurz Zeit, oder? Er callt alles um sein Leben und stottert so absolut, Digga. Yeah. Er hat so eine Panikattacke. This man was making callouts in Hieroglyphics. Jeder hat so kommentiert, Digga, so Aqua und Harvok und Attach und so. Josh, sogar Josh hat kommentiert. Und Josh hat so flache Haare. Wie ein Flunder, oder? Er hat so einen flachen Kopf. So einen Flunderkopf. Und Miet und ich haben ja immer gesagt, Josh kann deswegen nicht Headglitchen. Digga, hör auf das zu sagen, ich bin gerade in so einer Stimmung, wo ich über alles lache, weil ich hab's gerade gesehen, der Double Tight, der war so. Klick rauf. Warte gleich. Am meiner Fleisch schneiden. Ich geh gleich los zum Training. Und dann komme ich wieder on und dann zauge ich mir ein bisschen BO2, würde ich sagen. Am meiner Fragen, Haken. Klagen. Okay, der eine wirft immer Nades, wenn er steht, der regt mich so auf. Ja. Hör doch jetzt auf damit, Digga. Er wirft immer eine Nade sofort los, Digga. Digga, weißt du noch in Harmony diese Jamie Lee? Boah, Digga, ich hab. Ja, also ja klar weiß ich das. Frag, wann wir wieder in Harmony alle feiern, so, wenn ich da bin. Machen wir irgendwann Harmony 2.0? Ich hoffe es. Wollen wir jetzt planen? Ich bin gerade so dumm, dass ich diese Nuklear gerade noch nicht habe, ne? Mach sie schnell. Ich habe so verkackt, Digga, wirklich. Bin so ein richtiger No-Hand. Tot, oder was? Nein. Jetzt bin ich aber tot. Oh nein, doch nicht. Ich hab's irgendwie überlebt. Digga. Du bist nicht tot, du warst nur in großer Not. Digga, Mann, was mache ich hier? Jam, ich check nicht, was ich hier gerade mache. Jetzt bin ich tot, kurz vor Nuklear, Digga. 24er oder so, Mann. Was sind getan, Digga? Weil ich einfach ein Spaß bin, Digga, weil ich keine Kills gemacht habe mit dem Hater. Mein Gott, ey, egal. Ja, du bist der schnellste in Mexiko. Komm. Jo. Belastend. Spiel PS3, jo, wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt nochmal die PS3 rückt immer in weitere Ferne, außer bei MW3 halt, weil wenn ich jetzt sogar auf der Xbox Black Ops spielen kann und dass wir mehr Leute spielen. Black Ops 1 kann man auch spielen sogar. Ja, ich habe ja auch alles hier. Wenn hier keiner kommt, dann weiß ich es nicht. Wieso habe ich den Nuklear nicht gemacht, ich Idiot? Echt ein Idiot, ja. Das ist der Anti-Nuklear-Song. Marcel hat es nicht geschafft. Nur bei mir im Stream fängt auch einfach einmal jemand an, Gitarre zu spielen. Kann ich den nicht treffen? So. Die ist nicht mal gestört. Ich hab 45 Kills non-lethal, ne? 4 Tode? 5. Geht doch übel klar. Schade, dass die Nuklear nicht gemacht wurde. Ja, das ist halt echt schade. Er kommt jetzt da, Leute. Er kommt hier! Oha, er hat's gut gemacht, Alter. Ich mach 50. Ne, 50 werden gehen nicht mehr. Schwifty, Alter. Okay, 47 sind's. Danke an über 10.000 Likes, Leute. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt die heftigsten. Übel nice, Digga. Du musst eigentlich öfter streamen. Macht doch echt Bock.
Fresh Nukes von 3 Euro raus und schreibt, hast du keine Bankkarte? Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Hä? Was, doch, hab ich. Und kannst du mal riskant grüßen? Heißt der Typ riskant oder soll ich jemanden riskant grüßen, so auf einer Brücke grüßen, wenn ich so halb runterhänge oder so? Und oder Raphael. Riskant grüßen können auch was anderes heißen. Und Raphael haut nochmal 5 Euro raus, gestern aus Wien auch, und schreibt, war echt gestern nice, dich in Wien zu treffen. Hat mich gefreut, dich in Real Life zu sehen. Ja, vielen, vielen Dank, Alter. So, ich hole mir jetzt auch diesen Call-Out an, Digga. Warte, sei mal kurz ruhig, sei kurz ruhig. Okay, warte, zusammen. Ihr könnt es auch hören zusammen, im Stream, zusammen. Leute. Ja, warte, wir machen es zusammen. Drück direkt Stopp, wenn du. Warte, bei mir läuft. Okay, warte. Ja, ich gehe jetzt auf eine. Ich freue mich so hart, Digga. Okay, ich bin drei, ready. Eins. 2, 3. What the fuck are you shitting me? I said top fuck, Dick, calm down your watch, man. What the Alter, Digga, das ist echt, das ist was für eine Sprache, die er da auspackt, Alter. Hey, das ist echt gut, Mann. Holy shit, Alter. Asset top broken, sagt er so richtig demütig. Ja, so als ob es so die ganze Zeit jedem klar wäre. Asset top broken. Get down your words, man. Danke für 482 Euro, Alter. Ihr seid echt gestört, Mann. Danke an, vor allem. Ich hab mich so beim Geld bedankt. Yo, 400, was geht? Alles gut, Digga. Alles gut, Digga. Ich hab mal Bock auf VMP, aber ohne Schaft ist echt ungewohnt. Ja, was ist das mit Schaft? Ach, Schaft. Lol, nur 2 Aufsätze, Schaft und Griff, oder was? Stimmt, das kann man ja sicher gönnen, Alter, das geht ja sogar. Ich wollte eh ohne Schnellziehen spielen. What the fuck? Auf einmal spawnt er alle, Mann. I'm gonna go now. Gehst jetzt los, oder was? Ja, ich geh zum Training, dusch, ess, und dann komme ich wieder und dann solltest du eigentlich BO2 auch anhören. Okay, alles klar. Du wirst absolut nicht da sein. Werde ich auch nicht. Bis später. Okay, bis nachher, ciao. User left your channel. So, jetzt sind wir wieder alleine. Ah, mein Gott, Alter. Ich muss sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit nur nebenbei gezockt und nicht so viel dazu gesagt. Also, das macht mir aber auch echt mega Bock heute. Jawohl, hab ihn. Okay, da oben kommt einer. Er glitscht sich zurück. Hier kommt einer. Den hinteren nehme ich noch nicht. Nein, er wirft die Granate irgendwie auf sich selber oder so, Mann. Oh, oh, hier ist einer. What the fuck? Weg von ihm, weg von ihm. Er hat eine Shotgun. Er muss kommen. Jawohl. Digga, ich bin hier hochgeklettert aus Versehen. Und hier sind 2. Drohne nähert sich. 1. Ja, ich schieße schon viel zu früh. Okay, den habe ich. Hinter mir. Fuck, 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 fuck. So, wenn nicht kommt. Er kommt echt nicht. Hat der Teammate ihn geholt oder was? Okay. Hier kommen die. Shotgun. Alles klar. Ich guck's mir an, ob er mich absolut gefickt hat. Er hat mich schon gut gefickt, muss ich sagen, Leute. Carsten Stahl haut 3 Euro raus und schreibt, willst du kämpfen? Ich habe Carsten Stahl neulich mal getroffen, Leute. Oh, er wird so gefressen von den Maden. Oh mein Gott, der Typ hier. Ich habe mit Carsten neulich mal auf der Bühne sogar gestanden. Bei so einem kleinen Event. Echt, scheint ein echt korrekter, bodenständiger Mann zu sein. Aber ich will, gegen ihn würde ich nicht kämpfen wollen, um deine Frage vielleicht zu beantworten. Da würde ich jetzt lieber was anderes machen, weil ich glaube, dass es nicht so easy ist, gegen den One-on-One zu gewinnen. So, kommt hier jemand? Ach was, das war heftig, Alter, dass die mich noch holt. Guck mal, wie weit ich mich eigentlich weggeboostet habe. Aber, oh, die hat mich noch gut gebumst. Ja, manche Runden sind halt auch so wie die hier irgendwie. Das weiß man, die Gegner sind eigentlich schlecht, aber Timing passt nicht. What the fuck? Dass ich die Nuklear eben nicht gemacht habe, ist echt lächerlich.
hinter mir. Fresh Nukes, ich meine Bankkarte wegen den Socken und riskant für Autokorrektur kannst du Risan grüßen. Ja, Grüße an Risan gehen raus und ja, klar, also ich hab eine Bankkarte, Digga. Ich meine, wer hat denn keine? Also, wer mit 23 keine Bankkarte hat, der hat entweder keinen Bock aufs System oder hat irgendwas verkackt. Man kann die echt gut spielen, so die VMP, ich mein's ernst. Ja, krass, ist sogar ein Slot gewastet, weil ich hier zwei Aufsätze habe, aber keinen zweiten Aufsatz. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich habe die Fähigkeit. Fist die mit einer Shotgun. Ist er hier gespawnt? Ne, okay. So. Ich müsste die KD von dem Typen jetzt eigentlich schon übelst hochgespielt haben. Der hat ja eigentlich nur eine 1-3er. Und über 1-3er stehe ich safe jede Runde. Hier ist einer. Der vom Geschütz absolut gefressen wird. Ich habe ihn quasi erlöst. Es wäre so oder so passiert. What? Guck mal, guck euch das an. Da fliegt eine Nate. Er wartet. Sie hittet mich an. Und dann holt er mich so richtig merkwürdig. Ja, Leute, mir macht Stream halt im Übrigen unnormal Spaß, Alter. Also richtig heftig. Deswegen bin ich auch schon so lange on. Ich bin schon seit 3 Stunden on. Na? Da hast du dann auf einmal keinen Skill mehr. Das war so ein Fail. Dafür gehe ich raus. Ich hab dein Bild schon geliked, ZAM Freaks. Ich weiß nicht, ob du es nicht gesehen hast, aber ich hab's schon geliked. Ja, danke für die 3-Euro-Donation trotzdem. Vielen Dank. Alter. Danke für die ganzen Likes auch. Ihr seid echt krass, Leute. Ohne Scheiß, Mann. Ihr seid echt krass. Wir haben jetzt gucken, wie viel wir jetzt haben. Ich schaue jetzt mal direkt nach. Wir haben echt 11.000 Likes geschafft, ihr gestörten, Alter. Übelst heftig, Leute. Richtig heftig. So. Ach, habe ich doch schnell ziehen, aber keinen Griff, oder was? Hätte ich doch schnell ziehen drauf? Hey, ach doch, ich hab's doch drauf. Sorry, Leute, ich habe auch echt verkackt, es wurde noch nicht angezeigt. Hab mich schon gewundert. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst im Stream gerne ein Like da. Wie gesagt, aber habt ihr eh schon gemacht. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Danke an jede einzelne Donation, die heute gekommen ist. Ich bin euch auf jeden Fall was schuldig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht heute mit euch. Hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Ich werde auf jeden Fall jetzt deutlich öfter streamen. Es hat echt Bock gemacht. Danke für jede Donation. Danke für 500 Euro oder so. Richtig krank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.